White Russians, wir unterstützen Bulimie. Nicht? Nee. Doch, klar, wenn jemand das zum Abendbrot hört und dann 5 Minuten bei uns dabei ist und einfach nur alles direkt auf den Tisch reiern muss, dann schon. Ja, ich denke auch im Generellen hat man so ein... auf kurz oder lang wird es einem immer übel, wenn man uns hört, oder? Also das hat dann eigentlich weniger was damit zu tun, dass wir irgendwelche schlimmen Sachen sagen, sondern vielmehr mit... Und ja. Ja, stimmt auch, Bulimie als psychische Erkrankung, White Russians unterstützen psychische Erkrankungen, das klingt irgendwie vernünftig. Ja. Ja, 69 Stunden jetzt Hardcore Brain Farts. 69 Stunden, so du, Zuhörer, pass mal auf, oder Zuhörerin, bin ja auch mal höflich. 69 Stunden, du hast fast 3 Tage damit vergeudet. Ich hoffe, du hast wenigstens nebenbei was gemacht. Diesen Scheiß zu hören, weißt du, was du alles machen kannst? Die Welt retten. Auf den Kilimandscharo steigen, Socken stricken, bügeln. Kann man in 3 Tagen? Räum doch mal deine Bude auf. Kann man in 3 Tagen auf den Kilimandscharo? Ah. Das war kein Problem. Wenn man direkt dem anwohnt, geht das schon, ein bisschen trainiertes. Also ich erwarte schon, dass man sich ein bisschen müht, aber trotzdem. Dass unsere Zuhörer sich mühen. Ja, also, dass man sich müht, ich schließe mich da mal aus. Also? Ja, ich faul und so weiter, weißt du doch. Naja, geht so, ne? 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 Möchtest ach ja, denn, ja. Ja, ich soll jetzt denn zusammenfassen, ne? Ich hatte ja schon gesagt, seh nicht mehr durch. Nee, hier, letztes Mal war doch Auskundschaften, genau. Richtig. Und da habt ihr ausgekundschaftet. Genau. Ja, krass. Das Witzige ist auch, zum Beginn jetzt dieser nächsten Folge werden die Spieler auch noch selbst recappen. Das heißt, du wirst dir nochmal als Zuhörer den richtigen Recap anhören können, nicht das, was wir jetzt labern, weil es hat eh weder Hand noch Fuß. Ne? Also brauchst du dich gar nicht irgendwie in irgendwelche Schwulitäten jetzt begeben. Das waren noch Zeiten, wo wir tatsächlich beim Spielabend immer einen Recap der letzten Woche gemacht haben, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Das haben wir dann sehr schnell abgelegt, weil wir sowieso alle nicht zurechtkommen. Und weil es eh keinen Docht macht, ne? Ist richtig. Wir schreiben zwar Sachen, weil wir ja relativ, ja. Was? Wir sind ja auch sehr, 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 sehr zuverlässig beim Spielen. Richtig. Das ist ja auch so, wenn wir nicht spielen, dann kommt Flummi ja immer vorbei und haut schreit die Kasse erstmal, nach hinten. Ja, erstmal haut sie dir die Kasse nach hinten mit den Worten, wir zocken heute noch! Ja, und dann geht's wieder los, macht den Ofen auf und steckt deinen Fuß rein, das ist nicht so schön, deswegen spielen wir sehr regelmäßig. Hat sie dann auch Jojo dabei für dich, um dich wie Gunfist zu... Hat sie probiert, hat sie nichts gefunden, war sie enttäuscht. Ach, Mikropenis, richtig, ich vergaß, tut mir leid. Ja, ist macht immun gegen tätliche Angriffe von Frauen. Es ist dann wie bei Magic, weißt du, The Gathering, wo dann eine Karte gespielt wird und dann Mikropenis schlägt Jojo. Auf jeden Fall. Mikropenis getappt am Ende. Ja, richtig. Ah, Magic, schöne Zeiten. Wo waren wir gerade beim Intro, Gott, ne? Ja, das ist wieder fertig. Ja, wunderbar. Oder wolltest du noch was sagen? Nee, wir haben ja noch ein Outro jetzt zu machen. Richtig. Das wird noch viel besser. Viel Spaß. Und bleibt geil. Ah ja, TM, ne? Ja. Ich habe heute erst verstanden, was du immer mit sehr geil TM meinst. Ich dachte immer an Technomancer. Vor allen Dingen habe ich doch sehr geil TM erst einmal geschrieben, oder? Ja, deswegen, weil aber du hast schon mehrfach gesagt, aber nie geschrieben. Ach so, ja, jetzt ja. Macht ja das Sinn? Na, Technomancer meine ich ja tatsächlich nie. Ich dachte, das war offensichtlich. Ja, für andere Leute vielleicht, aber nicht mich. Ach so, ja. Schade. Wie dem auch sei, der Dr. Ivanovich hat sich auch noch bei Sibylle gemeldet, nachdem ich irgendwelche Informationen an ihn geschickt habe, die mir nicht klar waren, weil die Datenströme nicht lesbar sind für mich, die ich bei Jojo quasi durch reinen Zufall, ohne sie zu hacken, hier wohlgemerkt, ja, die bekommen. Strahlt halt die ganze Zeit, da kannst du nicht gegen. Ne, die hat das Wi-Fi an, die hatte ja Wi-Fi an, obwohl sie das normalerweise nicht will. Jo, genau. Und das hat Sibylle halt mitbekommen und dann da zufällig Daten mitgeschnitten und die dann auch mal an den Doktor weitergeleitet. Ivanovic, kurz nochmal zur Erinnerung, ist mein Doktor für meinen Kopf. Ja? Und der ist eigentlich ganz toll. Und ja, das stimmt, Entschuldigung. Der bietet, ich habe nur so eine schöne Intro, so eine Pause gemacht. Und er bietet irgendwie Sibylle 800 Nyen an, wenn er mal mit Jojo vorbeikommt, damit der sich die neue Datenbuchse, die X Nummer, mal anschauen kann. Na, so neu ist die Datenbuchse nicht.
Genau, um das nochmal kurz aufzuklären, Jojo hatte irgendwie, sie hatte tatsächlich Probleme, woher die kommen, weiß sie nicht. Die Vermutung liegt irgendwie im Raum, dass es etwas mit der Datenbuchse zu tun hat, genau weiß sie das aber nicht, denn sie neigt dazu, in der letzten Zeit sehr seltsam zu träumen und plötzlich umzukippen und dann wieder irgendwelche seltsamen Träume oder Overlays oder was auch immer es genau war. Sie kann das nicht so sehr unterscheiden, glaube ich, zu haben. Sie konnte sich zwar nebenbei die Zeit einblenden, was irgendwie darauf hindeutet, dass es irgendein VR-Overlay war. Was es genau war, weiß sie aber nicht. Sie hat den anderen auch nichts davon erzählt. Tatsache ist, dass der Blasebalg mich hinterher darauf hingewiesen hat, dass tatsächlich irgendwie die Wi-Fi-Funktion der Datenbuchse gedingst war, angeschaltet war. Und Dingsen ist ein tolles Wort, findet ihr das nicht auch? Benutzt Und Gedöns. Gedönse, das Gedönse war irgendwie Gedöns. angeschaltet. Und ja, das endete darin, dass irgendwie, nein, ich höre jetzt auf damit. Das war nicht schön, meinst du? Nee, das war nicht schön. Und die Musik hört man immer noch, ne? Mit. Ja. Ernsthaft jetzt? Oh Mensch. Ich habe Headset auf, das hilft ungemein. Ich habe auch ein Headset auf. Media Players Lautstärke 1 ist die Ansage. What the fuck? Wer benutzt? Okay, keine Schleichwerbung. Media Player Classic? Ist doch in Ordnung, nicht? So, jetzt ist sie so leise, dass ich sie fast gar nicht mehr höre. Dann bist du wenigstens nicht abgelenkt. Wunderbar. Dann haben wir das ja Sagt auch geklärt. derjenige, der gesagt hat, dass er auch Musik nebenher hört. Aber hört ihr meine Musik? Bist du abgelenkt? Er ist immer Ich bin nie abgelenkt. abgelenkt. Doch von den Brüsten Titan! seinen eigenen. OCD. Also hier, gut, wunderbar. Jetzt wissen wir, was los war. Und Genau, und jetzt. um uns mal up to date zu bringen, ihr beide hängt gerade in einem Staffershack rum Right. und Billy sagte irgendwie was zu Jojo, dass sie sich dringend unterhalten müssten und Jojo ist gerade zu ihr zurückgewatschelt. Ich muss noch mal was fragen, bevor ihr jetzt gleich anfangt. Und zwar Flümelinchen. In welchem Jahr wurde die Datenbuchse eingeschraubt? Warte, 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 mit einem Blick auf den Charakterbogen kann ich dir das sogar gleich sagen. Ich muss dann zwar ein bisschen rechnen, aber das ist ja nicht so schlimm. 69. Ausgezeichnet. Okay, dann schicke ich dir gleich nochmal den Namen, damit du mal einen ordentlichen Namen hast. Gut. Es ist Ihr traurig, könnt dass ich anfangen. sowas ausrechnen kann, oder? Passt schon. Ja, Calculator halt, ne? Ah, okay, cool. Ha, ich habe einen Namen. Voll gut. So. Ja, den hast du mir ja auch gesagt. Genau, das ist die Evoline Chipguard 32N. Chipguard 32N. Ja. Chipguard. Gut. Go! 69, das ist ja Fight! schon. Gibt's nicht. Ja, also pass mal vom Plan her. Okay, in Character, in Character. Mädels, Mädels! Also gut, was ist los? So, ja, hier. Pass auf, wir sind jetzt noch quasi am Schattengrat. Ja. Jo. Und wir wollen ja noch eine Weile da bleiben, schätze ich doch mal. Jo. Aber sobald irgendwie Jojo, du mal da mit deiner Tour fertig wirst, weiß ja nicht, wo du noch hin willst, kann ja sein, dass du noch rumspringen willst. Ich hier, wenn wir dir einen Burger bestellen sollen, Oh, geil, Hunger. Ja, Essen, Burger. Gib mir einen Burger. Sofort. Ich komme jetzt gleich. Stepper und ich bestellen uns gleich noch was und dann haben wir ja sowieso gesagt, dass Ich wir will noch auch, was ich will essen auch, wollen. ich will auch. Ja, Fritten, Fritten, Ja, klar, Fritten. Softdrink, Cola. Cola, Cola. Nuka-Cola. Cola. Cola, Fritten und mach mal irgendwas dazu, Mayo oder so ein Scheiß. Ach ja, kriegst du Fritten rot-weiß, ne? Jo, finde ich gut. Gut, mach ich fertig und Ich bin bekommst gleich mal. da, gib mir Ja. 5 Minuten, dann bin ich sofort da. Also ja, wunderbar. Mit AR gegangen, dann Kante angetippt, was wir wollen. Steppi, was willst du noch? Auch eine Cola. Und Essen? Burger. Extra Käse? Gibt jemand aus? Ja, ich bestell das. Dann ja. Bacon? Verwöhnt's mich. Große oder kleine Cola? Okay, weitermachen. Also, ja. Ketchup oder Mayo dazu? Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn du so ankommst, dann möchte ich dein AR-Bild bitte entsprechend mit einem McDonald's-Outfit haben. Was für ein Outfit? Ich hab dich gar nicht verstanden. Ich weiß Ja, gar okay. nicht, von was du redest. Gut. Staffercheck-Outfit. Product Right. Placement. Hier. Und hier hätte Ihre Werbung stehen können. Kontaktieren Sie uns. Gut. Ja, wenn dann hoffentlich das Essen kommt, kommt auch hoffentlich Jojo an. Ja, wie, das ist ein Natürlich. Staffercheck, das Essen holst du dir. Das ist eine quasi, es ist wie eine Theke eines nicht zu benennenden Schnellrestaurants. What? Ich bin viel zu viel Domina.
hier, Steppy, ich habe mal bestellt, geh mal von da hin, die buchen das von meinem Stick hier ab, beziehungsweise von meinem Konto über den Comlink. Hol das mal ab für die Ladies und dann machen wir mal hin hier. Hallo! Bitte. Wird gerade die Tür aufgeschmissen. Und Jojo hüpft rein. Also hüpft nicht, sondern läuft rein. Skipping. Wo ist das Essen? Der ist unterwegs. Ist gerade am Losrennen. Ihm fehlen die Silikonbrüste. Ich schlag ihm noch so beim Vorbeilaufen einen leichten Klaps auf den Po. Hi. Augenbraue Anhieb. Guck. Ich bin voll nicht in der Szene. Das war ein Annäherungsversuch. Nö, wir sind uns schon nah genug. Noch näher und er ist ausgebaut. Also, ne? Also. Billy macht den Tauchsieder. Schatzi, hör zu, wir müssen kurz reden. Und setze dich mal hier zu mir hin. Ich sitze. Und sie nimmt zwei Hände in ihre Hand und tätschelt sie so aufs Gesicht und streicht sie mit der Außenseite ihrer Finger über die Wange und sagt, Schätzlein, hör zu. Jojo wird mit den Füßen und den Knien. Pass auf. Ich hab gerade mit meinem Doggy telefoniert. Warum telefonierst du mit deinem Doggy? Mit meinem Doktor. Ach so, ich dachte mit deinem Hund. Pass auf, du weißt es ja vielleicht nicht, aber ich sehe regelmäßig Neurologen. Warum siehst du regelmäßig Neurologen? Das hat mit vielerlei Dingen zu tun. Aber pass auf, ich vertraue dem Mann arg. Also der ist ziemlich komisch, okay. Also mach dir da mal keine Sorgen, aber pass auf, ich habe ein paar Fragmente von deinem Wi-Fi aufgefangen. Ach so, ja, das habe ich vorhin festgestellt, dass das Ding an war. Ich weiß gar nicht, warum das an war. Eigentlich sollte das gar nicht an sein, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe es wieder ausgemacht. Hör zu, wenn sich Sachen selbstständig machen, und da kannst du mir vertrauen, dann ist da was nicht in Ordnung. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Der Doktor weiß es auch nicht anhand der Fragmente. Na, es kann sein, dass ich es aus Versehen selbst angemacht habe. Du würdest aus Versehen dein Wi-Fi einfach mal so anschalten. Ja? Nein, ich habe gepennt. Es kann sein, dass das passiert ist. Okay, nichtsdestotrotz, irgendwas ist mit deiner Buchse nicht okay. Deswegen habe ich dich vorher nach der Buchsenspezifikation gefragt, um das an den Doc weiterzugeben und der würde dich gerne mal vor Ort sehen. Wir müssen das nicht heute machen. Ich hab einen Doc. Ist der Neurologe? Nee. Hat der viel Erfahrung mit Datenströmen und der Matrix und irgendwelchen Comics oder Datenbuchsen, die senden, wenn sie nicht sollen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also was willst du jetzt 800, eigentlich von mir? Du kriegst 800 Nyen Bar Cash von ihm auf die Hand, wenn du bei ihm vorbeischaust. Er hat nicht gesagt, dass er dich unter das Messer legt. Aber mir ist klar, wie das klingt, wenn mir ein Arzt Geld anbietet dafür, dass ich bei ihm vorbeikomme, oder? Der ist extravagant. Ich glaube auch, dass du erstmal dich ein bisschen zusammenreißen musst, bis du dann quasi wirklich was mit ihm anfangen willst. Aber glaub mir, tu mir den Gefallen. Das klingt gerade so, als würdest du anfangen, Zuhälterin zu spielen. What? Naja, er bietet mir 800 Nuyen, wenn ich bei ihm vorbeikomme. Ich soll mich ein bisschen zusammenreißen am Anfang, bis ich wirklich was mit ihm anfangen kann. Das ist schon ein bisschen lustig, was du da erzählst. Ich denke, dein Uterus ist schon vergeben. Mein Uterus ist nicht vergeben, mein Uterus ist besetzt. Ich weiß noch nicht, wofür, aber offensichtlich scheint er besetzt zu sein. Ich weiß auch nicht, womit. Vergeben, besetzt, jetzt mal ohne Scheiß, ist doch scheißegal. Aber jetzt geht's um deinen Kopf und nicht um deinen Uterus hier. Du hast mit meinem Uterus angefangen. Nein, ich habe mit deinem Kopf angefangen und mit deinem Uterus weitergemacht. Wieso schließt du von meinem Kopf auf meinen Uterus? Ah, hallo, Essen. Seppi, ich brauche hier deine Orkenschule. Okay, jetzt beiß mal in deinen Burger und wir reden beide auf dich ein. Musst du meine Hände loslassen. Nein. Ach so. Kannst du nicht. Nein, ich kann nicht. Kannst du die virtuellen Hände festhalten? Okay. Sie geht gerade mit ihrem Kopf zu den Pommes und versucht sich mit dem Mund eine Pommes zu angeln und sie dabei noch in Ketchup zu tauchen, was daran endet, dass auf ihrer Nase jetzt ein Mayo-Fleck ist und sie genüsslich eine Pommes frites verspeist. Ist ja süß. Okay, pass auf, Schätzelein, hör zu. Wir sollten jetzt hier erstmal fertig machen dann. Wenn wir hier fertig sind, dann brauchen wir irgendwann auch mal bestimmt eine Nase Schlaf. Und dann sollten wir doch vielleicht mal morgen vielleicht mal beim Doc hier vorbeischauen. Würdest du denn mit mir mitkommen? Ich muss sowieso mal wieder hin. Und glaub mir, ich vertraue dem Typen und du kannst dir das ja mal angucken. Und wenn du sagst, nee, ist nicht, dann verstehe ich das vollkommen. Es klingt so, als würdest du mit mir zum Frauenarzt gehen, aber... Ja. Nicken von Stefan. Du musst das mal checken lassen. Also ich sage ja nicht, wenn du dem nicht vertraust, dann ziehst du wieder ab, ohne irgendwas gemacht zu haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und du kannst dir auch eine zweite Meinung einholen, das ist mir ja scheißegal, aber glaub mir doch einfach mal. Ach ja, ist ja gut, ich komme ja mit.
Gut, ich habe gedacht, ich sollte in der nächsten Zeit einfach weniger Alkohol trinken und keine Drogen mehr nehmen. Das hilft vielleicht schon. Das auch. Deine Datenbuchse hat ja weniger was. Das ist ja eine Fehlfunktion vom System, Schätzelein, und nicht irgendwelche Intoxications von irgendwelchen... Ja, sicher, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt zuträglich. Naja. Ach, übrigens, in dem Burger ist was drin. Was? Auf dem Burger drauf. Sie hat dir gerade Burger ins Gesicht gespuckt. Mensch, was machst du denn? Ich mache nur einen Scherz hier. Ja, schmeckt wirklich ein bisschen komisch. Ah, nein. Jetzt hör auf. Nee, jetzt mal im Ernst. Also Flummel, ja, schmeckt echt ein bisschen komisch. Wie bitte? Jojo, also der Burger schmeckt, jetzt wo sie es gesagt hat, schmeckt der echt ein bisschen komisch. Auf dem Burger guck, ist der Fleisch drin? Bitter. Es prickelt etwas. Bei den anderen nicht, nur bei Flummi. Wie? Was ist das denn? Ich mach mal... Ist da ein Gürkchen drin? Ich glaube, Gürkchen prickeln nicht. Das ist die normale Gürkchen-Dingsung. Da ist so ein Pseudo-Gürkchen drin, aber es prickelt ein bisschen auf der Zunge. Okay, ich schläg den Burger wieder hin. Jojo guckt in den Burger rein. Also nee, nicht eure, nur Flummis. Ach so. Ich hab gehört, nicht nur Flummis. Nee, eure Burger sind halt Stafferburger, ist okay, aber jetzt, wo es gesagt hat, also ein bisschen eklig ist schon. Was ist los? Habe ich jetzt den einzigen Wichser erwischt? Da musst du jetzt aber dann Steve fragen, weil der hat die Dinger abgeholt. Steve? Ich habe nichts gemacht. Das heißt dann aber nicht mal Steve, das heißt dann Sleeve. Sorry. Blech. Die isst Pommes, um den Geschmack zu verdingsen. Es hilft. Besser. Guck mal drunter, vielleicht ist sie guckt in den Burger rein und nimmt ihn jetzt auseinander. Ja, da du ja Lebensmittelchemie nicht studiert hast und auch kein Analysegerät für Staffershack-Burger bei dir trägst, heute mal nicht, bemerkst ich hab du an Chemie. Dem Shit. Also du erkennst auch nicht, dass da irgendwas komisch ist, aber es ist eigentlich ein normaler Burger. Ich glaube, ich hätte Chemie auch auf 1. Okay, geschimmelt ist er nicht. Das Zeug kann nicht schimmeln, das ist unmöglich. Das hält bis 2094 mindestens. Es riecht auch ein bisschen komisch. Sollen wir den auch einen neuen holen? Ja, ich will einen neuen Burger. Derweil esse ich Pommes. Sie isst weiter Pommes. Eine Pommes nach der anderen. Manche teilt sie in der Mitte durch. Macht die eine Hälfte mit Ketchup voll, die andere Hälfte mit Mayo voll, steckt die Pommes dann wieder zusammen, sodass sie hält und klebt und schiebt sie sich dann in den Mund. Bis zu dem hält und klebt war ich noch bei dir. Ist auch egal. Ich bin bei steckt in den Mund stecken geblieben. Eine der Drohnen von Steppi, ne? Ja. Während du ab und zu mal auf die Feeds guckst, bemerkst du einen Ork mit sehr vielen Nieten und sehr viel Leder. Mit einem dicken Messer im Schuh und einer fetten Waffe an der Seite und ziemlich, ziemlich offensichtlich ein Cyberaugen, der gerade neben dem Gebäude, was ihr eigentlich observieren wollt, wenn ihr nicht gerade esst, in das Parkhaus geht. Das so das Bild von wegen Gunfist. Und dem Typen stimmen so zu 99% überein. Okay, dann sage ich meiner Drohne mal mit dem Pilotprogramm, dem da folgen auf aktuelle Entfernung. Du kannst die übrigens auch fernsteuern, das ist besser. Da musst du bloß jetzt halt bei der Drohne bleiben, weil wenn die Drohne das alleine macht, ist nicht so einfach. Darum meinte ich das. Weil ich bin ja gerade dabei, einen Burger zu holen und ich kann ja nicht in VR zusammensacken hier. Darum habe ich ihr gesagt, du soll erstmal folgen, damit ich dann gleich sozusagen... Ja, du musst nicht einspringen, du kannst ja auch AR fernsteuern. Du musst halt bloß da ein bisschen rumfuchteln mit deinen Händen oder sowas. Mal, das machen viele Leute. Vor dem Fuchteln mit meinen Händen muss ich dafür nicht mein Deck benutzen? Also mein Regerkontrolle? Nö, um Befehl... Ach so, stimmt, du musst ja dann... Du musst dich in deine Regerkonsole einloggen. Das ist natürlich doof, genau. Das recht. Darum meine ich, dass das Pilotprogramm... Ich meine, der soll ja nur folgen, der soll jetzt nicht großartig... Okay. Auf der aktuellen Entfernung von, was weiß ich, 10 Meter? Ja, die ist auch sehr klein. Ich gucke noch schnell das Pilotprogramm nach, wie hoch das ist. Ist ein Dreier-Pilotprogramm. Na, dann kannst du es sogar mal selber würfeln. Ach ja, plus 2, weil das Ding winzig ist. Also Pilotprogramm plus 2 plus was? Plus 2, weil es winzig ist. Ist das nicht doppeltes Pilotprogramm? Nee, dafür gäbe es eine Autosoft. Ach so. Welche Autosoft? Wie, hast du dir jetzt noch Autosofts gekauft? Hatte ich noch, ja. Da gibt's eine extra für Schleichen, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Stealth. Zum Beispiel. Die habe ich. Also wenn du die hast, dann natürlich Pilot plus Stealth plus Auto, plus 2. Okay. Jetzt sagen wir alle nochmal kurz Stealth. Stealth.
Das war Ausrufezeichen SR und dann das, was ich machen möchte, oder? Mit dem Leerzeichen nach dem R. Klar. Ups. Und ja, du musst es im öffentlichen Chat rollen. Jo. Okay, Vier Erfolge, man. Das kann nicht sein. Ich kann jetzt mal so scheiße sein und das sagen. Wie, das kann nicht sein? Du kannst keinen mit einem Pilot 3 keinen Vierer Autosoft haben. Geht das jetzt? Ja, das ist was anderes. Ah, okay. Komm doch mal zurecht, als ob du die Regeln kennen würdest, Junge. Entschuldigung. Nee, ey, das ist Kotzen bei sowas, echt. Wir enden gerade wieder total ab hier im Metagame. Nee, weißt du, sie sagt immer, ich möchte nur Rollenspiel und dann kommt sie mit sowas. Ey, da kannst du alles kaputt schlagen. Hier kriegt man also keinen Hissy-Fit hier. Ich krieg meinen Hissy-Fit, wenn ich will, pass auf. Sarah. Der Typ dreht sich sofort um und schießt auf die Drohne. Nein, er geht in den Parkhaus rein. Die Drohne folgt ihnen in einem angemessenen Abstand, versteckt sich da mal hinter einem Pfeiler. Sie macht das wirklich gut, bleibt sogar im Schatten, da die Sensoren ausgezeichnet auslesen, wo es dunkel ist. Die ist ja sowieso schon sehr leise, also überhaupt kein Problem. Mhm. Er geht in die zweite Etage des Parkhauses, scheint dort sich kurz umzugucken, niemanden zu bemerken, zückt sein Comlink. Er hält es sich ans Ohr. Er hat noch so ein Ding, was tatsächlich einen Lautsprecher hat und so ein, ne, also so ein Mikrofon nennt man das, glaube ich. Also er ist nicht nur höchst professionell, er hat auch die beste Ausrüstung, die man sich vorstellen kann. Ich wollte gerade sagen, er hat so offensichtlich verzauberte Augen, dass die wahrscheinlich richtig günstig waren, kann das sein? Also gerade zum Preiswert. Moment, du hast den Dings. Nee, das sind schon ordentliche Cyberaugen. Du erkennst das Modell, aber die sind extra so modifiziert, damit die cool aussehen. Also er hat da echt Geld reingesteckt. Okay. Ganz im Gegensatz zu Kleidung und irgendwie auch Comlink. Okay, trotzdem geht eine Textmessage an Sibi. Grober Wortlaut ist folgender. Foxy, hör mal, der Typ von dem Video ist hier in der Garage und will gerade jemandem telefonieren. Als die Nachricht ankommt, spricht der Typ schon laut in seinen Comlink. Die Drohne zeichnet das auf, das hört die gut. Denn sie ist so gut versteckt, dass sie unter einem Auto direkt neben ihm quasi ist, das ist okay. Den Feed möchte ich einmal in meine Ohren und in die Ohren der anderen beiden, wenn sie wollen, die kriegen dann eine Nachricht. Was ist das denn? Wenn das möglich ist. Wenn das möglich ist. Sonst. Überhaupt kein Ding, natürlich. Geil. Was ist das? Wen fragst du jetzt? Die fragt gerade. Okay, das ist der Kerl von dem Video gestern. What? Gestern, gerade eben. Dann lass uns mal zuhören. Lass uns mal zuhören, was er zu Wo sagen hat. Ey, Schnapp. Wir machen das. Wir machen das aber nicht erst in 3 Tagen. Das ist Quatsch. Wir warten nicht so lange. Wir machen das morgen. Ja, wir mal einfach hart rein da unten. Nee, du, bei Frauen, da musst du nicht zuschlagen, da reicht in der Ecke schuppen. Ja, Molly, alles klar. Nee, der Blossom, der soll sich doch fett ficken, dann machen wir morgen, 2 Uhr. Ja, ist die beste Zeit. Einfach umboxen, dann geht's los. Nee, wie jetzt brauchst du nicht so einen Scheiß, wir treten das. Ja, jetzt hast du es begriffen. Also bring die Spezialkanone. Hä? Jo, also, morgen 2 Uhr. Und, dann machen wir es so. Nee, das war sicher. Ich bin ja ganz alleine. Ich bin im Parkhaus. Dann morgen, ne? Ja, morgen bin ich wieder fit. Mach's gut, Arschloch. Er steckt seinen Comlink weg und zieht von dannen. Ich lasse ihn mal ziehen, sozusagen, damit er auch wirklich weiß, dass er weg ist. Er geht aus dem Parkhaus und steigt, also er geht dann auf die nächste Monorail-Station zu und steigt dann auch 10 Minuten später ein. 2 Minuten später, also 2 Minuten nachdem er das Parkhaus verlassen hat, kommt die Drohne wieder zurück zu mir. Ja, Jungs, Mädels, nur Mädels hier, nur ich, Junge. Ich muss es nochmal tun, darauf hinweisen. Bei Frauen, da musst du nicht zuschlagen. Da reicht in der Ecke schuppen. Wenigstens etwas. Ja, was denkt ihr? Kinders, ich habe jetzt eins nicht verstanden. Also das ist jetzt natürlich in-game, ja? Ja. Ich habe jetzt nicht kapiert, 2 Uhr abends oder, also 2 Uhr nachts oder 2 Uhr tagsüber. Also, dass er das, also ich glaube, sonst hätte der 14 Uhr gesagt, aber
Ich kann mir auch nicht vorstellen, also er ist bestimmt blöd, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so blöd ist, um 2 Uhr mittags da reinrennen zu wollen. Das kann nicht, das kann nicht sein. Hm. Wann ist denn unsere werteste aller Damen, die da vorne sitzt? Bis 3. Ja, bis 3. Von 7 genau. Bis 3. Das würde passen. Steppi weiß auch, dass der Verkehr um 2 Uhr mittags auf der Straße speziell, aber generell in Juschneue eine absolute Katastrophe ist. Die Straßen sind viel zu eng, weil die Häuser so nahe stehen und hier sind doch sehr viele, die irgendwie unterwegs sind. Also 2 Uhr tags stehst du hier definitiv im Stau, also 14 Uhr. Ja, das könnte jetzt auch ein Vorteil sein, weil dann kommt die Polizei da auch nicht durch. Aber ich denke, 2 Uhr nachts klingt schon plausibel, weil dann ist noch die Frau da, die man ja einfach nur wegschuppen kann. In Anführungsstrichen halt. Und Es ist abends. Aber ich glaube, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir versuchen schon vorher reinzukommen und nutzen dann am Ende das Gedingsel, um das Theater, was der anfängt zu machen, um wieder rauszukommen und bemerkt, und es wird sich ja alles auf ihn konzentrieren und nicht auf uns. Das heißt, wir kommen problemlos wieder raus. Weil ich glaube, wenn er dann da anfängt, Theater zu machen, dann wird da ein Großaufgebot bestellt werden. Also nicht ein Großaufgebot, aber dann wird da auf jeden Fall ein Aufgebot bestellt. Das klingt wie heiraten, Dingsbums. Egal, auf jeden Fall. Denke ich heiraten? Mir. Wie Hammerhai, ja, oder was? Wie Hammerhai, genau. Okay. Und Tigerhai und Katzenhai und was fällt mir sonst so ein? Weißer Hai und Walhai und was fallen mir noch für Haie ein? Teppichhai. Und Pansen. Pansen und Penis. Gut. Wie komme ich jetzt auf Penis? Was ich jetzt, weiß ich nicht. Also, egal, auf jeden Fall denke ich, dass wir das irgendwie vielleicht für uns nutzen können, weil wir sollten nicht erst rein, wenn der anfängt, Theater zu machen, weil dann hängt da definitiv der Haussegen schief. Wir sollten das vorher machen und dann das Gedingsel nutzen, um vielleicht wieder rauszukommen und dann einfach alle auf den Dingsen lassen, also alle auf den konzentrieren lassen und wir hutschen dann einfach irgendwie unbemerkt hinten raus oder so. Davon ab, dass das natürlich die wahnsinnig super Ablenkung ist und das uns mehr Vorteile als alles andere bringt, macht es mir schon ein bisschen Sorgen, was er da vorhat. Na, richtig. Molly hat er gesagt, Molly reinschmeißen, irgendwas machen, das können wir dann dahinter vielleicht noch ausprobieren, aber rauskriegen. Die Frage ist, wo er das reinschmeißt, aber kann ich mal kurz eben was einwerfen? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Information, die wir jetzt haben, gegen ihn verwenden, dass wir der Tussi Bescheid sagen, dass wir durch Zufall, absoluten Zufall, rausbekommen haben, dass die einen Raid auf das Ding starten wollen und dass sie sich quasi entsprechend wappnen soll, dann wird ihnen uns natürlich das erstmal nicht glauben, aber anschließend, wenn dann wirklich was passiert, dann haben wir ja bei ihr einen Stein im Brett. Gerade wenn wir dann zufällig Paroli stehen, wenn der Typ anrauscht, weil dann haben wir bei der einen Stein im Brett definitiv. Ja, das kann sein, aber wenn die dann anfangen, Ermittlungen zu starten, dann wird es auf jeden Fall heißen, woher wissen sie das denn? Und dann werden die Fragen stellen und dann werden die uns vor allen Dingen auf die Wache zu einer Aussage bestellen und da habe ich keine Lust zu. Ja, wir brauchen ja nicht da zu bleiben, wenn, ne? Trotzdem werden die dann anfangen, nach uns zu suchen, weil wir Zeugen sind und weil wir offensichtlich was über den Typen wissen. Okay, war ja nur mal ein Einwurf. Der Einwurf ist gar nicht schlecht, aber ich habe einfach Angst, dass das zu viel Offizielles nach sich zieht, auf das ich wenig Lust habe, um ehrlich zu sein, weil ich irgendwie... Ja, okay. Ne, du verstehst mein Problem. Ja, ja. Kann ich nachvollziehen, glaub mir. Okay, es war ja nur eine Idee, man hätte ja, ich weiß auch nicht, ob wir da vorher rein sollen, weil wie willst du da rauskommen, wenn dann wirklich das Tohuwabohu da losgeht? Finde ich übrigens ein schönes Wort. Dann, wie willst du denn da rauskommen, wenn der gerade unten da Scheiß angestellt hat und wir da mittendrin gerade sind? Ich weiß ja auch nicht, wie schnell wir da fertig werden da oben. Na, deswegen sollten wir uns ja genug Zeit, Vorlaufzeit lassen. Also ich denke, länger als eine Stunde sollten wir da drin definitiv nicht brauchen. Oder 2, aber selbst dann, also wir müssen es auf jeden Fall abziehen, bevor der anfängt, da Theater zu machen, weil alles danach werden die sichern und gucken und was auch immer. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen eine Stunde, er braucht 20 Minuten. Da naja, das heißt ja nicht, dass wir nicht um 12 oder um 1 da reingehen können. Nee, ich sag's nur. Aber da müssen wir uns immer noch was ausdecken, wie wir reinkommen. Ja, klar müssen wir das. Und bis morgen dann? Na, ich weiß nicht, wie lange hatten diese Produktrückgabe-Dingsbums da auf? Aber die sind im anderen Gebäude. Nee, achso, das schicke ich ein. Oder schickst du ein? Achso, haben die Kuriere? Müssten wir mal gucken, ob die vielleicht Kuriere haben. Da könnten wir entweder sowas machen, wenn die die Uhr aufhaben. Oder ich sehe ja immer noch das Hebammenzentrum. Soll ich euch nochmal kurz sagen, was in dem Gebäude alles drin ist? Glaub, das möchtest du. Nö, ich möchte das nicht. Das war eine Frage. Das wäre nett. Ich glaube, das ist sehr nett.
Okay, auf der Etage, wo ihr hinwollt, ist die Warenrückgabe, aber da schickst du, wie gesagt, einen. Nur ein Neonet-Server, also langweilig, da ist vermutlich nicht mal eine Person. Auf anderen Etagen sind Programmierstuben und im Erdgeschoss viele, viele Humanes-Büros und die Tafel- und die Oh, Kleidercontainer-Ausgabe. ich glaube, ich weiß, wo er hin möchte. Eine Schneiderei, noch eine Programmierstube für Spiele, Privatermittler, also eine kleine Detektei, Schulungsräume, ein Billigdock und ein Hochschulkurs Spanisch sowie das Hebammenzentrum. Ach, Spanisch, stimmt, ging ja auch alles noch. Man muss ja erstmal nur ins Gebäude rein, man muss ja nicht aus dem Gebäude wieder raus. Wenn man dann eine Möglichkeit findet, sich im Gebäude zu verstecken, dann reicht das ja. Also ich möchte mir mal gerade eben jetzt die Informationen anzeigen lassen über AR bezüglich sorry, bezüglich des Hebammenzentrums und bezüglich der Geschichte mit Spanisch, wie man da einen Termin quasi bekommt fort. Also beim Hebammenzentrum würde es sich schon schicken, wenn man schwanger wäre. Ich kann ja im dritten Monat schwanger sein. Ich wollte gerade sagen, zu Jojo guck, da war doch was mit von wegen besetzt. Ja, bedenket aber, dass das ein bisschen anders in SR funktioniert. Die machen das schon mit auf deine spezifischen Hormone abgestimmt und auf Sachen abgestimmt, die man dann auch faken müsste. Also die bieten Ich da wollte gerade halt sagen, wenn du wirklich keine guten Hormone medizinischen hast. Service an. Wenn du nicht die richtigen Hormone im Blut hast, fällt das vermutlich auf. Also die machen das halt nicht nur, yo, also da musst du ordentlich pressen und vielleicht mal zwischendurch atmen und auch Wait, riechen, stoi, singen brr. ist toll. Das könnte ich doch, theoretisch, wenn ich die Medikamente herbekomme. Ja, das könntest du machen. Bei dem Spanischkurs ist es so, da findet alle 2 Tage ein Spanischkurs statt und dann gehst du hin und trägst dich vorher ein und bezahlst 30 Nuyen. Und es Und ist jetzt darf mal morgen. jemand Edge würfeln, was alle 2 Tage ist. Ja, ich mach mal. Oh, ist nicht so gut gelaufen. Also der war heute und übermorgen. Blöd. Schön. Entschuldigung. Warte mal, ihr beide seid. Nee, du bist ein Mensch, Jojo. Du könntest doch zu den Nein. Humanistypen Nein. und. Glaub mir, die können nicht mit mir. Ich hatte schon öfter mal irgendwie das zweifelhafte Vergnügen und das funktioniert einfach nicht zwischen uns. Irgendwie Wenn das. mögen die mich nicht. Wie das? Wenn das bei dir schon nicht funktioniert, dann geht es bei mir ja noch erst recht gar nicht. Aber ich glaube, ich Naja. habe fast eine Ahnung, wo der Ork-Typ, das war ein Ork, wenn ich mich gar nicht ganz täusche, war. Wo der Ork-Typ hin möchte morgen. Nee, Nö. also keiner von uns. Also. Nur Gangs, aber das fällt da, glaube ich, nicht runter. Nee. Siehst Also die du, Frage du für kannst unsere keine Welt geben. Zuhörer, Entschuldigung. die nur kurz die Frage für unsere Zuhörer des SLs war, hat jemand Humanis als Wissen Hennigstein oder so? Es gibt doch überhaupt keine Zuhörer. Was tust du schon wieder? Das ist Du doch musst nur noch ja eine richtig aufnehmen. Testaufnahme. Ja, das denkt ihr. Ja, erst willst du wieder ein Gespräch über Unanieren und so und dann plötzlich, oh, das habe ich jetzt online gestellt. Ich habe den ersten Beitrag eh schon online gestellt. Ach Nein, ich Ey, da war ich aber nicht in Form. Das finde ich nicht okay. Da kriege ich meinen Hissefit. Nee, den hast du ja heute schon gehabt. Den hast du ja auch vorteilhafterweise aufgenommen. Einer meiner Spitznamen ist nicht umsonst Püppi oder Prinzessin. Von daher, ich kann den öfter haben. Queen Trolley. Das passt wieder zu dem Bild, was ursprünglich mich auf die Idee gebracht hat, eine Troll-Transvestiten-Technomancerin zu spielen. Ich bin froh, dass es eine Elfe geworden ist. Ja, Ich ich. nicht. Jetzt dachte ich mir, dass ich so eine Antwort bekomme von euch beiden. Ja, wie dem auch sei. Also wir können ja jetzt eigentlich, Spanischkurs ist nicht, der findet nicht statt. Aber wisst ihr, was wir ja machen können? Wir können ja versuchen, warte mal, ich guck mal eben auf die AR-Karte. Ich schau mal, ob ich da einen Namen rausbekomme von einem der Lehrer. Und jetzt mal ehrlich, ne? Nur weil ich gerade nicht schwanger bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht dahin gehen könnte, weil ich denke, ich bin schwanger. Du möchtest eine Das können wir Voruntersuchung auch machen? richtig machen. Was können wir richtig machen? War schwanger. Wie willst du das denn hinkriegen? Oh, warte, ich zeig dir das mal Also die eben. Blümchen und die Bienchen. Hallo, es gibt Verhütungsimplantate. Glaubst du, ich bin dämlich? No. Siehst du? Wir Meinst du machen das ernsthaft, at ich will mir ein house? Kind einfangen? Ich frage mich gerade, ob man die halten kann, nein, Scherz. Was wurde denn Nein. aus deiner Abtreibungsdrohne überhaupt, Jojo? Meine Abtreibungsdrohne, die ist noch in Planung. Okay. Das hört sich gemein an. Willst du die vielleicht Wieso? nicht mal dort in dem Büro vorstellen, dass du die Idee hast, beim Schwangerschaftsbüro mal vorzutreten und zu sagen, wir Du, haben das eine ist Ort. eine Hebammenstation. Wenn Ach so, ich du da mit findest das einer nicht so Krauke? Abtreibungsdrohne ankomme, finden die das bestimmt nicht so cool. Die Hier, finden meine das. neue Aber Abtreibungsdrohne funktioniert bis pass zum auf, neunten pass auf, Monat. pass auf. Ich könnte mir, weil ich ja eine Hebammendrohne basteln will,
da könnte ich anfangen, mir jetzt Tipps und Tricks zu holen. Das ginge natürlich. Aber dann muss ich auch wieder irgendeinen Scheiß angeben. Da habe ich eigentlich nicht so viel Lust. Ich glaube, irgendwie schwanger ist besser. So, pass auf, ich gucke mal mich an heute. Ich bin doch heute total businesslike gekleidet. Wir machen für morgen einen Termin mit denen aus, damit wir uns eine Langbesprechung mit denen zusammensetzen. So kommen wir quasi rein, dass wir sagen, ich bin der Ideen, quasi der Willy Wonka der Hebammen, Drohnen. Und du bist meine Technikerin. Wir erhalten uns mit denen über Daten. Und Stefan ist derjenige, der das programmiert. Hier, der macht die Autosoft für die Hebammendrohne. So schlagen wir da auf. Aber um 12 Uhr nachts? Ja, wir haben lange Arbeitstage, weil wir gerade an einem schwierigen Projekt arbeiten. Die werden ja wohl jetzt nicht keinen 24/7-Support haben, oder? Das stimmt. Wenn wir erstmal im Gebäude drin sind, dann geht's eigentlich. Wenn wir da, wenn da wirklich dieser blöde Server hier, Neonet-Server steht, dann können wir vielleicht auch einfach da irgendwie kurz uns reinschleichen und da so lange warten, bis da irgendwie es Zeit ist oder so. Dann müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir mit diesem komischen Witzbold zurande kommen, der da oben im Polizeidingsbums sitzt. Polizeidingsbums? Ja. Weißt du das nicht? Doch, ich hab's ihm erzählt. Ach so, gut. Ausgeben, du hast ihm, glaube ich, nicht genug erzählt. Doch, ich hab gesagt Polizeibüro. Okay. Außenstelle. Okay, gut, dann habe ich's OT vergessen. Nee, stimmt. Es war so, dass du hast ihm die Karte gegeben, die jetzt auch im Co-Sketch ist. Und die Sensoren und so hat er gewusst, aber da war nie die Rede davon, dass da auch noch ein Wachmann oben sitzt. Oh. Ich erinnere mich. Ja, by the way, Steppy, da sitzt ein Wachmann. Vor den Bullen. Auf der Karte ist es das rote W übrigens. Okay, da müssen wir auch noch dran vorbei. Jo. Ja, aber das sollte gehen. Ah, wissen wir, ob der Metallmonitor hat? Nee, wissen wir nicht, scheiße. Der gehört da ja zum Inventar. Ich wollte gerade sagen, Metallmonitor wird er garantiert haben sogar. Na, zur Not gucken wir, dass wir vielleicht noch die Schwester von der Ollen da unten finden. Wenn die zu viel Stress macht, dann, bieten wir der halt irgendwie einen Huni und dann kriegt sie da ein bisschen Beatles für und dann läuft alles. Dann können wir ihr sagen, sie soll irgendwann mal panisch ihre Schwester anrufen, sonst kriegt sie keinen BT-Dingsbums mehr. Wobei, wenn die da von den Fleischern geschützt wird, sollten wir uns vielleicht nicht so sehr mit denen anlegen. Ja. Ist das alles kompliziert. Outgame aus den Nachrichten, die Foxy Lady so abgefangen hat, ist es auch so, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass die Schwester sich gegen ihre Schwester stellt und die mal irgendwie so mit sowas nervt, sondern die halten zusammen. Die kümmern sich umeinander auch. Denn das ist das, was beide noch haben, ansonsten halt nichts. Wir können ja Steppy einen Fick mit der Alten bezahlen und dann Bus? Dann nimmt... nimmt er die einfach mal in die Mangel und dann ist sie total devastated und dann ruft die ihre Schwester an und die muss dann zum Trösten oder so irgendwas. Also Steppy, du musst so richtig einen raushängen lassen. Sag mal, was hängt denn bei dir eigentlich so drin? Hä? Das ist ja, du bist ja richtig brutal. Das war jetzt nur mal so eine Idee. Du bist ja richtig brutal. Das läuft doch nur so lange, bis du selber vor dem Weibstück stehst und die zusammenschlagen sollst. Ne? Ich schlag niemanden, ich dreht. Zusammentreten sollst, Entschuldigung. Oder er schießt der Alt mit Gelmunition ins Gesicht. So. Ach, das glaube ich nicht, dass du das so einfach machst. Nein, glaube ich auch nicht, aber man kann es ja mal androhen. Das stimmt, das kann man wirklich. Und wenn die Alte mich irgendwie... Dann kreischen sie immer so schön. Nein, Quark. Wenn die Alte mir krumm kommt, dann wirst du mal sehen, wenn ich meinen Hissi-Fit bekomme. Ja. Spielleiter, Tolli, kannst du mir kurz sagen, was die AR so sagt bezüglich der Öffnungszeiten der einzelnen Abteilungen? Beziehungsweise gibt es Öffnungszeiten, die irgendwas von dem Zeitraum herum von Spätabend sind? Ich hab's euch jetzt mal reingepostet, ne? Das Bürogebäude ist tatsächlich eher ein Arbeitsgebäude. Die haben da relativ wenig Kundenkontakt. Wer viel Kundenkontakt hat und wer auf jeden Fall 24/7 Kundenkontakt hat, das ist der Privatermittler. Das ist tatsächlich Humanis. Dann ist es so, der Privatermittler, der hat bis von 7 bis 19 Konsultation, aber nur nach Absprache, weil halt der ja auch mal was zu tun hat. Die Rabutnik-Schulungsräume, die sind sehr lange, da gehen auch Schulungen bis 3 Uhr nachts zum Teil. Du hast den Schulungsplan, da ist in den nächsten Tagen sogar was zum Zeitmanagement offenbar. Allerdings ist das nur für Rabutnik-Lohnsklaven. Boah, krass, oder? Der Billigdock hat Öffnungszeit bis 21 Uhr. Der Spanischkurs, der interessiert euch ja eh nicht. Nicht mehr. Hast du nicht irgendeine Konzernwissensfertigkeit? Was war das genau? Ich habe eine. Ihr habt beide eine, sagt mal an. Ja, ich hab nur Crew. Ich habe Konzernwissensfertigkeit mit Spezialisierung auf mein hier.
Mein Dock-Wagon. Wie heißt die genau? Warte ganz kurz. Ich habe Konzernpolitik und dann Rabotnik. Politik. Politik minus 2 kannst du mir mal würfeln und Quinne warte ich noch. Ach Moment, ich habe Prozeduren habe ich. Bitte Quinne? Ich habe Konzernprozeduren, Ishkaskar, ja, Spezialisierung. Prozeduren, na, auch minus 2. Und das tut mir leid, Gebräuche bringt da nichts. Also nee, Moment, du würdest dich wieder bei denen verhalten sollst, aber... Ach, okay. Ich würfel wieder so gut heute. Das ist Wissensfertigkeit plus Logik? Ja, das ist Logik. Was hast du gesagt, das? Nicht. Nee, sorry, aber die Gebräuche geht da leider nicht. Hab ich doch jetzt gar nicht drüber gehissifittet, also lass mich nein, doch in Ruhe, Mensch. Nein, hast du gar nicht, aber ich möchte auch nicht, dass ihr denkt, ich will euch nur ficken. Ich hab euch alle gleich lieb und ich möchte gerade ein wenig propellern. So, hier, jetzt 0 und 1 Erfolg. Okay, genau, Flummi 0. Flummi, wer sehr viel Kundenkontakt allgemein hält, aber das gibt jetzt die AR so in diesbezüglich nicht her. Das ist tatsächlich Horizon. Die sind immer auf dem Trip von wegen, ja, der Kunde ist ja nicht König, sondern er ist quasi Mitglied. Er erschafft die Produkte mit. Wir machen Produkte für die Kunden. Wir wollen nichts aufdrücken, sondern es ist maßgeblich, was sie brauchen und was sie wollen. Aber Horizon ist doch gar nicht da. Doch, haha, Hobbyprogrammierstube. Genau. Mit einem Erfolg. Nee, mit einem Erfolg weißt du das nicht. Du weißt nicht genau, was Hobbyprogrammierstube meint. Die haben da auch keine... haben sie tatsächlich gar keine Öffnungszeiten angegeben, aber das ist was du über Horizon weißt. Aber ich kann mir doch bestimmt die nochmal spezieller angucken, die haben doch bestimmt irgendeine Webpräsenz. Da sind Mitarbeiter, das sind 25, da sind, die sind alle aufgelistet, aber es steht wieder da, was die da machen, von wann bis wann die da was machen, es ist irgendwie nur die halt Hobby. Das weißt du nicht, sorry. Das ist relativ undurchsichtig. Da müsste man schon irgendwie jemanden fragen oder was weiß ich. Ah, ist das kompliziert. Aide, Alisa, was hat jetzt gerade schon gehustet? Gut, ja, ich weiß schon was. Ich hab gehustet, entschuldige bitte, und Bier dabei getrunken, da kann man sich mal verschlucken. Penis. Aber wo man fragen kann, weiß ich schon, das passt. Bei deiner Mutter? Nee, bei meiner Kleidungsdealerin. Dieser Neuronet-Programmierer, ist das ein Auftragsprogrammierer oder was ist das? Ja, das ist ein Auftragsprogrammierer, aber der kriegt seine Aufträge nicht von Kunden, die zu ihm gehen, sondern du gehst halt zu Neonet und sagst, ich möchte für meine Firma, das ist tatsächlich eher Firmen- oder Privatunternehmensmäßig gemacht, ich möchte das und das Produkt haben und der programmiert das dort, aber der hat keine Öffnungszeit. Okay. Wie heißt das eigentlich, wo wir hinwollen? Das hast du, glaube ich, nicht mit aufgeliefert, oder? Nö. Ach, war das der ja, also du weißt ja im 13. Stock, das ist, kann man das. Na, da nur steht damit da, ich den Namen nochmal habe. Das sind Polizeiverwaltungsbüros. Was genau da passiert, weißt du nicht. Ist okay. Haben die Öffnungszeiten? Gar keine. Allerdings, ich meine, das ist was du tatsächlich deine Mitkombatanten fragen könntest. Wir wissen das, ja. Ich meine, die wollen ja da rein. Mensch, Steppi, möchtest du noch irgendwas über das Büro wissen, wo wir rein müssen? Kommt schon. Metagaming. Nee, ich hab gerade drüber nachgedacht, aber tatsächlich wäre es eine gute. Nee, ich hab gerade. ich hab gerade über die. Über die Öffnungszeit nachgedacht. Und hier von dieser Polizeiverwaltung steht da keine drauf. Habt ihr da irgendwie eine Ahnung? Weil ihr wollt euch das ja angucken. Oh, lass mich mal eben kurz nochmal nachdenken. Wir hatten da was drüber. Ja, doch. Das war was. Und zwar ist das quasi, das Ding ist 24/7 vom Wachmann her besetzt. Und es kann da schon mal vorkommen, dass da bis um 2 Uhr nachts Leute hocken. Oha. Und normalerweise hat man 5 bis 6 Leute während der Tageszeit, aber ansonsten kann es mal vorkommen, dass man da noch einen Hansel sitzen hat, der wahrscheinlich irgendwelche Extraschichten fahren muss, weil irgendwelche Archivjobs wohl scheiße ja, laufen. Nur, dass wir wissen, von wegen, wer uns da oben wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt erwartet. Wenn wir das mit der Geburtsdrohne nicht machen, die Schulungsräume, das. Ja, genau. Die Zeitmanagement-Schulung, die hat bis 3 Uhr hat die Termine. Nur für Rabotnik-Mitarbeiter, mein Freund. Arbeitest du bei Rabotnik? Ich nicht, aber vielleicht kann ich auch drehen oder basteln. Ich auch nicht.
Wohl sich einen Sinn zu besorgen von einem Rabot-Mitarbeiter jetzt nur dafür ist, glaube ich. Wovon willst du das bezahlen? Eben darum meine ich. Innerhalb eines Tages. Nee, aber jetzt mal, ohne Gefläts, wenn der Typ um 2 Uhr rein will, dann ist da oben wahrscheinlich schon noch der Wachmann da. Das heißt, er wird erwarten, dass er eine ruhige Kugel schiebt. Das heißt, wenn der da unten Rabauts macht mit der Alten, dann können wir da rein theoretisch hinten ran uns hängen und uns durchflitzen. Nee, können wir nicht. Wieso nicht? Weil der was von einem Molotow-Cocktail erzählt hat. Was glaubst du denn, was passiert, wenn er da einen Molly reinschmeißt? Dann ist außerdem wird, wird Humanes das für sich ausnutzen wie Sau. Die werden dann einfach die Bullen rufen und sagen, der böse Ork hat wieder was angestellt. Aber das ist doch jetzt nicht Rabottel, von jetzt auf nix ist da alles dann auf einmal da. 10 Minuten. Ihr dürft mal alle eine Erinnerungsprobe machen, bitte. Moment, ich schäme mich, das zu fragen. Ich frag's nicht. Mach doch bitte, es ist schön, wenn du dich schämst, ist okay. Analytischer Geist, darf ich drauf? Darfst du was? Da weiß ich nicht. Kabam! Ich hätte sogar Pluswürfel, fällt mir gerade auf. Also ich weiß nicht, ja, die darfst du dir noch geben. Ich weiß nicht genau, was du jetzt möchtest. Du kannst es ruhig erklären. Nee. Okay. Ich suche nur gerade nach meinem Erinnern. Das ist Willenskraft und... 5 Erfolge, Alter! Tja, was soll ich sagen? Manchmal muss ich auch Glück haben. Immer bei sinnlosen Würfeln. Der ist gar nicht ganz so sinnlos vielleicht. Kurz AFK, ich höre euch aber noch zu. Ich habe jetzt leider nicht gehört, was Erinnerung nochmal gegeben war. Du hast gesagt? Willenskraft und Logik ist Erinnerung. Aha. Hast du schon gewürfelt? Nee, hat er nicht. Ich bin gerade sehr... Ach du Scheiße. Also Jojo hat 5, du hast 4. Okay, ihr beide erinnert euch, ich hatte das ja mal in den Nos geschrieben. Da gab es eine relativ fette Klopperei. Man mag es 3. Nicht nur... mit 2 Erfolgen, weißt du, wer weiß das auch. Das ist nicht nur eine Klopperei gewesen, sondern das war ja echt auch mit zum Teil Messerstecherei, zum Teil haben sich da Leute, Mülleimerdeckel geschnappt und sind aufeinander losgegangen, abgebrochene Flaschen, alles. Zu Silvester gab es ja pro Meter und Anti-Meter Schlägereien in Russland, also in Moskau. Und die waren ja relativ fett. War und das, die waren, das die mit waren dem Konzert nur, jetzt? Konzert? Nee, das war nicht das mit dem Konzert. Das war, du kannst es ja gleich nochmal in den News nachlesen, aber lass mich kurz zu Ende reden. Die waren nicht nur in Juschneue, die waren quasi um die Ecke. Das war 2 Straßenblocks weiter, denn da befindet sich eben jenes Evo-Zentrum, vor dem es kräftig abging. Also das Gebiet hier ist zuweilen offenbar prädestiniert dafür, dass hier Leute aneinander geraten, gewisse Leute. Gut, und wenn das nämlich passiert und die dann da einmal machen, dann bestellen die hier wahrscheinlich direkt ein Großaufgebot hin, um die nächste große Riesenschlägerei irgendwie zu verhindern. Deswegen sind wir dann voll am Arsch. Wir müssen vorher rein, anders geht's glaube ich nicht. Oder irgendwie erst in einer Woche oder so, wenn die sich alle wieder beruhigt haben. Ich weiß nicht, ob wir eine Woche Zeit haben. Das ist Ihnen das denke ich nämlich auch, dass wir die nicht haben. Deswegen sollten wir morgen vor 2 Uhr rein, möglichst so gegen 12 oder so. Vielleicht 1. Dann laufen wir aber Gefahr, dass wir mal zu lange brauchen, dass wir dann gerade quasi raus wollen, wenn es da losgeht. Naja, aber solange es gerade erst losgeht, haben wir noch eine Chance wegzukommen. Wenn es wirklich losgegangen ist und wir dann zu lange brauchen, dann kommen wir da auf gar keinen Fall mehr raus. Also, weil dann haben wir halt die Bullen. Also ich sag mal, wenn wir 1 Minute, 2 Minuten zu lang brauchen, ich weiß nicht genau, wie lange du brauchst für sowas irgendwie. Also ganz ehrlich, zur Not könnte man es so machen, dass man Wegwerfkomik an einen der Stations mit anstöpselt und dann abschwirrt und sich dann eben mal kurz die Daten über den Wegwerfkomik rüberzieht. Das heißt, ich muss quasi nur eben an den Rechner ran, muss den Comlink anstöpseln und dann bin ich wieder raus. Oder halt jemand anderes rein theoretisch, aber halt nur, dass wir eine Comlink-Verbindung haben von meinem Comlink zu dem Comlink dann. Das dauert keine 2 Minuten, die Direktverbindung herzustellen. Ein Universalkabel an die beiden Universalanschlüsse der Comlinks dran, die miteinander verbinden, beziehungsweise Terminal mit Comlink verbinden, so rum wollte ich sagen, wieder raus und überhaupt nicht lange aufhalten und dann die Daten einfach über Fernverbindungen anziehen. Naja, aber wenn da wirklich was passiert und der Wachmann, also ich sag mal, das ich weiß ja nicht, wie lange du brauchst irgendwie, wenn dann der Wachmann kommt oder irgendwas anderes, also alleine sollte man da auf jeden Fall nicht rein. Ich weiß halt nicht, wie lange dein Hacking-Dingsbums dauert, aber mehr als eine halbe Stunde oder eine Stunde hast du auf gar keinen Fall Zeit. Also viele Stunden würde ich mir da nicht Zeit lassen, weil sonst die Gefahr einfach zu groß ist, dass es entdeckt wird und dann müssten wir nochmal rein.
Also was klar ist, dass du dir, also in meiner Auffassung nach, eins musst du dir bewusst sein, der Wachmann, der hat auch natürliche Bedürfnisse, ne? Der da oben ist. Das heißt, wenn wir in dem Gebäude drin sind, alles, was wir machen müssen, ist nur eigentlich drauf warten, bis der irgendwann mal von seinem Tischlein losschlendert zu der Toiletten, also sprich hier im Aufenthaltsraum gibt's ja die WCs. Das heißt, er muss aus der Eingangshalle raus. Und dann quasi an die Toilette mal eben Steppy abzustellen, die Tür zuzuhalten und dem gar nicht irgendwie den Notfallbutton drücken zu lassen, weil der ja am Eingang ist. Und ich renne dann zum Terminal und im schlimmsten Fall bin ich dann so doof und erwischt das Terminal, wo gerade noch irgendein Halunke irgendwie dran sitzt von der Polizei und dann muss ich mich mit dem noch kurz eben befassen. Aber ansonsten wären das... Ja, aber wie, du rennst zu dem Terminal und dann willst du es anstöpseln, wenn der Wachmann da rauskommt, der ruft doch direkt Alarm, wenn der da zugehalten wird. Dann muss Steppy den ausnocken halt. Dann wird der Alarm gelegt, dem legen wir Handschellen an, einen Knüppel in den Mund, hätte ich beinahe gesagt. Ich wollte natürlich sagen, einen Knorpel. Hast du schon mal was von einem integrierten Comlink gehört? Das kann gestört werden. Ach ja, übrigens, und Notfallbutton in beschissenen Räumen. Der Notfallbutton ist, der Panikbutton hieß es, ist am Wachmann-Terminal. Nö. Das hatte ich so in Erinnerung. Du hast gesagt, der Wachmann hat Entschuldigung, aber das hatte ich so verstanden. Der Wachmann hat Warte, ich guck nochmal kurz nach, was ich genau aufgeschrieben hatte, aber dann habe ich dir das entweder falsch gesagt oder falsch in Erinnerung. Pass auf, es ist folgendermaßen. Es gibt... Moment, die Panikbutton sind natürlich AR-gesteuert. Die hat jeder irgendwie bei seinem Comlink verpöbelt. Das wäre ja sonst Quatsch, da müsstest du ja überall einen Notfallbutton hinmachen, wo jemand hinlaufen muss. Du kannst da auch einfach per R sagen, drück. Push. Okay, dann denke ich, werden wir nicht drum rumkommen, den Wachmann oben rauszunehmen aus dem Spiel. Ja, zumindest für ein paar Stunden. Wie möchtest du das am liebsten machen? Wieso ich? Okay, nicht du jetzt persönlich, aber jetzt besprechen wir mal von einfach so. Wie wir das am... Naja. Es muss auf jeden Fall schnell gehen. Der darf keine Zeit mehr haben, seinen AR-Notfall-Dingsbums auszulösen. Das heißt, es muss irgendwie möglichst ein, zwei, was weiß ich, entweder Gelmuni oder Taser oder irgendwie sowas in der Art und dann kriegt er vielleicht ein Patch oder so ein Scheiß. Muss eigentlich passen. Oder? Was mir jetzt gerade noch einfällt. Was wäre denn, wenn wir quasi rausbekommen, ob der irgendwie einen Geburtstag kürzlich hatte und dann gehe ich da oben hin als ultralaszive Succubus und und tanz dem einen erstmal vor, so alles Gute zum Geburtstag und dann drümmel ich dem einen. Das hat schon in der blutige Pfad Gottes hat's funktioniert. So nach dem Motto. Oh, und dann kann mir auch keiner kommen von wegen, und der ist ja eigentlich gay, weil ich vereine ja, wie gesagt, die Schönheit von beiden Welten. Ne? Ich bin perplex, wolltest du sagen? Ich bin perplex, aber ich habe Angst, dass diese Tanznummer mit Geburtstag oder sowas, dass das nur im Film klappt. Ich glaube nicht, dass das in echt klappt. Irgendwie. Es gibt nichts, was man sich nicht im realen Leben vorstellen kann, was nicht die Filmwelt irgendwie aufgreifen würde. Also. Naja, aber der ist doch Bulle. Also wieso sollte jemand auf die Idee kommen, ihm nachts um 12 und vor allen Dingen wer sollte auf die Idee kommen? Na gerade Bullen. Nach seine Kollegen kommen auf die Idee. Na gerade Bullen haben doch so immer so eine Verbindung miteinander und die beiden, also die Bullen normalerweise dann immer so, hey, der Johnny hat hier Bullen. Dem hau mal jetzt eine Tranny auf den Tisch, die dumme Sau. Wie wär's, wenn wir das als Plan B nehmen? Schätzlein, ich muss mich da schon für bevorbereiten. Wenn ich da als Succubus aufzutreten habe, dann muss ich da vorher, ne? Na, aber dann lassen wir uns immer noch nicht in das Gebäude rein. Tja, das wäre dann das erste Problem. Wir sind schon beim zweiten eigentlich, ne, gerade. Okay, akzeptiert. Also, wenn der Typ, da müssen wir halt einfach schnell sein und möglichst in möglichst kurzer Zeit, bevor der AR das Ding, den Typen irgendwie ausnocken, glaube ich, weil einsperren. Leute, ich wollte euch vorhin nicht unterbrechen, aber Flumi wollte vorhin noch jemanden anrufen, was mir gerade das wieder einfällt. Ja. Telefon. Also, Alisa. Okay, vorhin ist halt niemand rangegangen und du hast, also ich meine, es ist die Zukunft, das heißt, die wird angezeigt, wenn das verfügbar ist, ne? Natürlich, das heißt, Rückruf. Du könntest automatischer Rückruf gibt's jetzt schon. Ja, das kann man auch ausstellen, das hat's, oh ja, okay, ja. So, pass auf. Es ist ja jetzt fortgeschrittene Zeit, ne? Ist ein bisschen. Ja, das heißt, du hast Alisa, die natürlich auch ihr Bild einblendet, Schlafanzug.
Also wirklich ein schönes. Also mit Torten drauf! Es sind keine Torten drauf. Es ist ein Schlafanzug mit einer Sonne drauf, sind Enten drauf, die gerade am Horizont aufgeht. Das ist, sollte ich sagen. Das ist das scheiß Horizon. Ja. Ich weiß. Sie sieht ziemlich verschlafen aus, Tränensäcke, Augenringe, alles dabei. Falten. Du, hallo Sunny! Eigentlich hatte die viel zu viele Pickel, um Falten zu haben, aber jetzt Falten. Ja, hallo, was ist denn los? Du, wie geht's dir eigentlich? Also hast du den Abend gut überlebt? Wir haben dich hinterher ins Taxi nach Hause gesetzt oder nach Hause gebracht vielmehr, weil du irgendwie gar nicht mehr klarkamst. Ich hoffe, das war okay. Ich hatte noch gar keine Zeit anzurufen, da war dann total viel, aber ich wollte es eigentlich machen. Ihr habt mich in ein Taxi gesetzt, ja? Outgame, ja. Ja. Und war ich da mit irgendeinem Typen unterwegs? Nö. Oh. Wieso? Ich bin schwanger. Ernsthaft? Jo. Dein Uterus ist besetzt. Kabam. Ja, quasi. Dann würde ich sagen, Schwester, hängen das Betreten-Verboten-Schild aus und, oder nee, jetzt eigentlich gerade nicht. Gab's, also war da echt keiner, mit dem ich irgendwie unterwegs war oder irgendwie... Ich hab keine Ahnung, ich hab niemanden gesehen, aber ich kann nochmal den Barkeeper fragen, wenn du willst. Ja, das kann ich dann auch die Tage mal selber machen, ich glaub, das kommt besser. Ich glaube, mit der war ganz nett, oder? So ja. Mir. Ja. Dann mache ich das vielleicht mal. Vielleicht war es ja der Barkeeper. Hat der da nicht das glaub ich gearbeitet? Nicht. Naja, Arbeit und Vergnügen lassen sich manchmal verbinden, aber nein, keine Ahnung, weiß nicht. Auf jeden Fall, soll ich jetzt sagen herzlichen Glückwunsch oder herzliches Beileid? Ist halt total viel, aber also mein Team und mein Koordinator, die haben das alles super aufgenommen und ich bin da schon in den ersten Programmen drin und ich habe, das ist eigentlich schon alles super durchgeplant und also es läuft, ich glaube, herzlichen Glückwunsch kannst du jetzt mal sagen. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Julia stellt kurz den Ton aus und schaut zu Billy rüber. Ey, Alisa ist schwanger. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Stellt den Ton wieder an. Herzlichen Glückwunsch auch von Foxy. Oh mein Gott, Schwester! Das war laut. Danke, ja, danke. Ist irgendwie ganz schön krass, aber es ist jetzt halt so gekommen und jetzt wird das auf jeden Fall nächster Lebensabschnitt. Das wird supi, Schatzchen. Können wir dich ja nicht zum Hebammenzentrum begleiten? Ich weiß nicht, ob Flummi sie das jetzt hören lässt. Nee. Also Jojo. Hätte voll gepasst, aber so winky winky mit Zaunfali. Eigentlich, also Outgame, ich muss mal ganz kurz einwerfen. Ich hatte schon, als sie die Party gemacht haben, danach mir gedacht, ey, die Frau war so hacke, die ist mit irgendeinem Typen losgezogen und ist schwanger geworden. Und jetzt ist sie das Hebammenzentrum, es war echt nicht geplant. Natürlich nicht. Nee, aber ohne Scheiß jetzt. Nee, ich klar, schätze, nein, pass auf. Ich hab dir das schon vorher gesagt, also Flug. Ich glaub das, ne? Pass auf, hier, Sibylle ist am Rumrücken auf dem Sitz wie bekloppt, wie hippelig, wie es nur geht. Die kneift die ganze Zeit Jojo in den Oberschenkel. So nach. Was denn? Das tut weh, du bist ja schlimmer als ich. Pass auf, voll Idee. Mach mal fertig. Hä, was denn? Ja, mach du mal fertig hier mit, ne? Ach so, ja, Entschuldigung, irgendwie, Billy tut mir gerade weh. Foxy scheint sich ja total zu freuen. Ja, tut sie. Sie mag Kinder. Ich bin so glücklich für dich, Mensch, das ist so toll. Weißt denn schon, was es wird? Hat denn schon jemand geguckt? Ist zu früh noch. Können wir schon einen Namen suchen? Mensch, wir müssen Einrichtung kaufen fürs Zimmer und alles, Mensch. Outgame, das lässt sie immer noch nicht mithören, oder? Doch, das lässt sie jetzt hören. Okay, Sekunde. Du? Hä? Also Foxy, das ist so 2-3 Tage her jetzt. Ich weiß noch nicht, was es wird. Mensch,
Ja, es war für mich total auch, also ich bin irgendwie am nächsten Morgen kam ich total nicht klar und bla und dann irgendwann. Hä, so früh schon? Ich dachte, das dauert eine Woche, bis man das merken kann. Naja, ich war dann irgendwie auf Toilette und dann hat mir die Toilette halt dann angezeigt, hier Das Hormone. geht doch gar nicht. So schnell geht das doch gar nicht. Outgame, es ist die verdammte Zukunft. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Es Das geht. hat Es ist Jojo fortgeschrittene gesagt. Technik. Ja, Jojo ich weiß dachte, du das. kommst mit deinem Outgame, bist Schlampe. Naja, Ja, Jojo wird's wissen. ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, aber ich meine, dafür habe ich ja eine gute Krankenversicherung und da kümmert mich, ich meine, die merken ja auch, wenn ich krank bin und so und das ist ja total super und da haben sie halt gemerkt, jo, schwanger und da wusste ich wenigstens gleich, was Sache ist. Voll lustig. Sag Aber ich mal, weiß noch nicht, wie was es ist wird. eigentlich eine Hobbyprogrammierstube? Extrem Themenwechseling. Hä? Na, eine Hobbyprogrammierstube, das klingt nach vier, fünf Kerlen, die in einem dunklen Keller sitzen und dicke Brüste in ein Rollenspiel Nee, 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 programmieren. nee, nee, ich habe nur Ja. was gesehen, dass es eine Hobbyprogrammierstube und eine Spieltestung gibt und irgendwie von Horizon und ich dachte, du weißt das, weil das voll cool klingt. Ich will auch mal Spiele testen. Ich bin bestimmt voll gut da drin, Spiele zu testen und so. Also nicht, dass ich in solchen Computerspielen, also doch, manchmal bin ich voll gut da drin. Das kommt drauf an, welches Spiel das ist. Aber, da hab ich voll Außer den Bock zu. Spielen. Was ist denn das? Du kannst mir sagen, welche Tochter das ist? Ja, warte hier, ein Blend. Es steht da, Synergistic Ah ja, Games. genau. Synergistic Games. Ach so, na, eigentlich vertreiben die ja auch große Spiele und so wirklich, aber pass auf, also bei uns ist es ja echt cool, wenn du hast ja quasi täglich irgendwie 20 Minuten oder so. Oder auch ein bisschen, also du kannst es halt die 20 Minuten täglich auch quasi staffeln und sagen, okay, ich habe dann in 7 Tagen quasi 140 Minuten und da kannst du deinen Freizeitprojekten während der Arbeitszeit bezahlt, also bezahlt kannst du denen nachgehen und da haben die Leute, die sich gut mit Programmieren auskennen oder so ein bisschen das als Hobby machen, die finden sich da zusammen und entwickeln was zusammen. Das ist so das Ding. Ach so. Oder und Spieletesterei halt, naja, dann testen sie halt Spiele und schreiben da irgendwelche, naja, die schreiben da halt, wie sie es fanden und bla und veröffentlicht das dann wird das entweder veröffentlicht über Pathfinder oder irgendwas, halt irgendeine andere Tochter und dann, ja, da haben sie halt was Schönes gemacht in ihrer Freizeit. Ach so, kann man sowas auch als Nichtbeteiligter machen? Oder ist man da dann nicht gern gesehen? Du, da musst du mal fragen. Prinzipiell kommt das immer drauf an, wo das ist. Also in der Uni sieht's echt schlecht aus. Woanders musst du einfach die Leute direkt ansprechen. Die müssten sich da eigentlich verlinkt haben. Outgame, ja. Okay, cool, mache ich. Danke. Ach ja, und alles Gute. Und wenn du was brauchst oder wenn irgendwas ist, dann rufst du einfach an, ja? Du, Was denn? Tag und kannst du Nacht. mich bitte nicht mehr nur 55 wecken wegen so einer Frage? Oh, ist es Schick schon so spät? mir einfach eine Nachricht und dann werde ich das sehen, dann werde ich zurückrufen oder so, aber es war jetzt ganz schön spät. Ach so, Entschuldigung, du hast nur, ich habe vorhin schon mal versucht, dich anzurufen, aber da warst du nicht dingsig und jetzt warst du dingsig und deswegen Ja, habe ich. 0:20 hast du versucht, mich anzurufen. Ja, es ist ja okay, du bist ja bestimmt wieder voll Level Up oder so, weiß ich Nee, nicht, gar voll nicht. Ich habe einfach nur Konfetti. gute Laune. Also ja. Willst? Ey, Schnauze da Entschuldigung. hinten. Trey, Nee, so kannst du nicht mit Foxy umgehen. nein, Du ich habe kannst nicht nicht. mit Foxy so geredet. Das war nur ein Trottel, der mich blöd von der Seite Okay. angemacht hat. So ein Wichser. Oh, Ja, Steppy. genau. Nee, da musst du die Leute einfach mal direkt fragen, das ist unterschiedlich, aber eigentlich die kleinen Sachen sind offen, solange das nicht Uni ist oder solange das nicht irgendwie was Größeres ist und ja. Voll gut. Alles klar. Ich werde dich dann jetzt erstmal weiter schlafen lassen, Sunny. Dann mach's mal gut. Sunny? Na, ich habe das Bild auf deinem Schlafanzug gesehen und fand, Sunny passt. Ach so, ja, super, ne? Voll der Name für dein Kind, ey. Alter, dann kann ich es gleich April nennen Oder oder Kevin? Autumn oder Firecracker. Was Firecracker doch russisch ganz '66. cool klingt. Lass die junge Mutter jetzt mal schläfeln. Die braucht Energie, die isst jetzt für zwei und schläft für zwei. Danke, Foxy. Herzchen. Also Okay, noch dann. schlussendlich nicht für zwei. Ja, doch, das fängt jetzt alles an. Du musst da auch aufpassen auf die Zähne, die können ausfallen. Du kriegst Hämorrhoiden, ganz schlimm. Aber da kommst du alles, du musst du Rückbildung machen, ganz wichtig. Darum kümmere ich And mich dann we're out. später.
Okay, dann Sunny, mach's gut. Wir sprechen uns und ich schicke dir dann beim nächsten Mal einfach vorher eine Nachricht und du kannst dich ja einfach mal melden, wenn du Lust hast und dann können wir vielleicht nochmal um die Häuser ziehen, aber ganz jungfräulich natürlich um die Häuser ziehen, weil jetzt darfst du ja nicht mehr richtig um die Häuser ziehen. Jungfräulich. Ja, es war ein bisschen witzig, oder? Auf jeden Fall, ja, mach's gut. Tschüss! Tschüss, schönen Gruß an Foxy und sagt dem Typen, der dich blöd angemacht hat, dass er ein Wichser ist. Tschüss. Grüß Tschüss. zurück. Sie Ich hab dich nicht blöd angemacht. Sie legt auf. Ich sollte sagen, dass du ein Wichser bist. Mann. Ja, das muss aber schon wieder gerade rücken, wenn wir sie mal treffen, unseren Sunny und Sie weiß doch nicht, wer da mit mir geredet hat. Auch wieder wahr, auch wieder wahr. Hast ja recht. Nicht, dass sie die Stimme noch erkennt, ne? Dann rück ich's wieder gerade. Wieso? Natürlich. Alter, sie ist schwanger. Die Arme. Obwohl, weil die finden das eigentlich ganz gut, glaube ich. Ey, ich muss jetzt aber mal, ihr wisst ja, ich bin interessiert, ich muss jetzt mal die Ahne fragen. Flummi, kann man das echt erst nach einer Woche nachweisen, so mit Hummel? Na, pass auf, also in den ersten 2, 3 Tagen auf jeden Fall noch nicht, weil da einfach die Hormonbildung so gering ist, das fängt da erst alles an. So nach ein paar Tagen kannst du dann mal gucken und da werden dann auch die ersten Schwangerschaftsteste positiv, aber einen richtigen Schwangerschaftstest soll man eigentlich erst nach 2 Wochen machen. Weil Das heißt, vorher ich ist der kann nicht wirklich nur sagen, er geht in aussagekräftig. Zukunft. Ja, also ich sag mal, nach einer Woche geht's mittlerweile auch schon. Theoretisch auch, glaube ich, nach 5 Tagen oder irgendwie sowas. Aber die sind so unsicher, die Dinger, weil einfach, ich sag mal, die Zukunft ist die Zukunft. Das mag ja alles sein. Aber Nee, pass auf, ich erkläre dir, wie es ist. das Riesenproblem ist, dass der Körper nicht so gut funktioniert und nicht so zuverlässig funktioniert wie die Computer, die es vielleicht in der Zukunft schon gibt. Das Nee, heißt, pass nur weil auf, ein ich erkläre dir Computer ganz anzeigt, kurz, sie ist schwanger, die muss es noch lange Computer, nicht sein. ja, na klar, die Computer sind, die sind ja beschränkt halt, klar, wenn nicht genug Hormone gebildet werden, ist ja okay. Aber es ist einfach so, wenn sie in ihre Toilette pinkelt, dann wandern Naniten, die in dem Klo schwimmen, direkt durch den Urinstrahl in den Körper und checken alles ab. Und wenn die da einmal im Uterus sind, dann erkennen die ja auch eine Eizelle. So einfach. Ist doch offensichtlich, Na, oder? die braucht doch 1,5 bis 2 Tage, um sich einzunisten. Wobei, wenn es jetzt der dritte Tag ist, dann Unabhängig passt davon es. hat kein Konzern so viele Naniten im Klo schwimmen, die jedes Mal mit runtergespült werden und 3000 Yen kosten pro, weiß ich nicht, wenig. Pro Pipi. Aber okay, das ist die Zukunft. Gut, haben wir das geklärt. Dann könnt ihr Absolut. jetzt weitermachen. Und wer weiß, vielleicht verliert sich das Kind in den nächsten 3 Monaten auch noch. Schlafhin Lieber ist, war ich ziehe einmal das die Treppe durch. runtergestoßen. Ach, muss sie nicht Hups. mal. 50% der Schwangerschaften gehen in den ersten 3 Monaten ab, ohne dass die Frauen jemals wissen, schwanger gewesen zu sein. Heutzutage ist das anders. Da wissen leider die Frauen das schon und heulen jedes Mal rum, wenn sie so ein, weiß ich nicht, Klob verlieren. Nee, das ist nicht richtig. Wenn sie es wollen, wenn sie schwanger werden wollen und dann regelmäßig testen, dann ja, aber Ja, aber kann ich normalerweise halt. nicht. Ja, Naja, Stoffwechsel. aber die wenigsten Frauen planen ja dann schon, also so Ich wenigstens vielleicht sage nicht, auch den aber. meisten Frauen gern einfach mal, auch gern Fremden, dass sie vermutlich schon mal schwanger waren, wenn sie mir sagen, dass sie keine Kinder wollen. Aber das macht mich auch nicht beliebter. Nope. Und Macht dabei weiter, hast du Mann. es so hart versucht. Warum hast du Angst? Nö, Schwangerschaftsthema ist nicht für mich. Ich würde mich heute noch selbst abtreiben. Was meinst YOLO. du? Was meinst du, warum ich gelernt habe, was ich gelernt habe? Damit ich einen Grund habe, ungeliebte Tumore loszuwerden, bevor sie anfangen, lästig zu werden. Es sind keine Tumore, es sind Ungeziefer. Parasiten. Parasiten, Parasiten ganz genau. loszuwerden. Ungeziefer. Genau, Parasiten loszuwerden, bevor sie anfangen, lästig zu werden. Auch in diesem Off-Topic-Gelabers möchte ich nochmal anmerken, die White Russians stehen nicht für Abtreibung, auch nicht gegen Abtreibung oder wie auch immer. Es ist Wir uns machen nur scheißegal, soll er Spaß. machen, wie er will, aber wir können ja Genau. unsere Meinung haben. Ich habe nie eine Meinung. Ich Ja, schon. du hättest sie selbst abgetrieben, ja, schon klar. Aber eigentlich nur wegen Witz. Aber ich würde mich auch immer noch abtreiben. Wie gesagt, meine Großmutter kommt auch regelmäßig zu mir und sagt, ich lasse mich jetzt sterilisieren, ich will keine Enkelkinder mehr haben. Stimmt. Das So. Kindesglück währt so lange, bis das Kind das erste Wort sagt und man bemerkt, es ist so wie ich. Das Schönste sind immer die Eltern, die dann einen angucken, total mit schlafunterlaufenden Ringen und ich muss noch Windeln kaufen gehen. Und die haben die Hemden immer versaut und alles mögliche. Und dann heißt immer, aber wenn sie dich anlächeln, dann weißt du, dass alles in Ordnung ist. Und ich Und denke, das du Schlimmste dummer ist, Spastiker. es ist ja auch so, weil einfach so viel Hormone ausgeschüttet ist, dass du dieses Ding dann trotzdem gern hast in den meisten Fällen. Okay, gut. Lassen wir das. Kinder Ja. sind ein beängstigendes, furchtbares, nervtötendes und möglichst nicht zu erwähnendes Thema. Geburtenkontrolle ist ein Fortschritt. Danke. Wo waren wir stehen geblieben? Dass wir einen besseren Plan haben, beziehungsweise eine bessere Perspektive auf unseren Plan, denn
Jojo, hast du uns alle mithören lassen? Ja, ihr kriegt das alles mit, habt es mitgehört. Wunderbar. Also wir haben jetzt zwei Chancen, richtig Mädels? Guys, wir haben jetzt zwei Chancen. Und zwar können wir einmal quasi mit Sunny, ihrem neuen Spitznamen, jetzt einfach mal zum Hebammenzentrum gehen. Wir missbrauchen die junge Mutter, wir sind so asozial. Und die wird aber nicht um 1 Uhr nachts hingehen wollen und auch nicht um 12 Uhr nachts, das kannst du vergessen, außerdem zieh ich die da nicht mit rein, das kannst du knicken. Und die zweite Sache ist, dass wir rein theoretisch in der Programmierstube was reißen können. Ja, aber ich zieh auf jeden Fall, zieh das Mädelau jetzt auf jeden Fall nicht mit rein, das kannst du knicken. Das werden wir mal sehen. Wollt mir nicht noch einen Cocktail für dich bestellen? Nein. Deine Perspektiven sind immer so viel besser, wenn du was getrunken hast. Nein. Gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Also Programmierstube, sollen wir mit Kontakt mal mit denen aufnehmen irgendwie? Klar, wer soll es machen von uns? Nein, der fragt. Nee, pass auf, ich habe folgenden Gedankengang schon bezüglich dieser Sache. Wenn ich da anrufe und wenn ich da vorstellig werden soll, dann seid ihr erstens nicht dabei. Und zweitens muss ich mich ja quasi, wenn wir alle da reingehen, muss ich ja quasi einer absetzen können, um dann quasi weiter oben weiterzumachen. Oder sollen wir da reingehen? Ja, kommst du da in die Türen rein? Wo? Na, da oben. Wenn, dann müssen wir wahrscheinlich zu zweit gehen. Schon allein wegen des blöden Wachmanns. Zu zweit oder zu dritt, ja. Also werden wir da alle vorstellig und nach unserem Gespräch anstelle rauszugehen, gehen wir einfach hoch? Ja, entweder hoch oder wir gehen dann so lange noch irgendwo Zwischenstationen machen und gehen dann irgendwann hoch. Also müssen wir gucken. Auf jeden Fall passt das schon alles. Anders weiß ich jetzt auch nicht, wie wir es machen sollen. Sollen wir die jetzt einfach mal jetzt kontaktieren versuchen? Klar. Ob jemand antwortet? Okay, klar. Ich schaue mir an, wo ich mich an wen hinwenden kann, genau an dieser Adresse quasi, ob ich da was finde. Ich wollte schon sagen, du bist doch unsere Spieleexpertin hier. Naja, ich bin nicht direkt Spieleexpertin. Hast du nicht AR-Games als Hobbyfertigkeit? Scheiße, ich glaube, du hast recht. Es geht schon wieder los. Yep, ich weiß Spektrum. Die Charaktere meiner Mitspieler schon wieder besser als sie selbst. Das liegt daran, einfach weil ich so viele andere Charaktere noch spiele. So, wie dem auch sei, ja, AR-Spiele, natürlich. Spectrum Delta spiele ich eigentlich saugern. Was auch immer, was ist das eigentlich? Strategie oder was ist das? Ich habe echt versucht, das zu finden, OT, und ich habe immer noch keine Ahnung, was Spectrum Delta ist. Und wenn ich mich nicht täusche, dann war es eins von den, keine Ahnung. Ach, von denen? Genau. Ja, krass, na, auf jeden Fall, na, das AR-Spiele. Ihre Werbung könnte hier stehen. Also es ist so, natürlich Horizon, ja. Die haben ja keine Hierarchie, gerade nicht bei Hobby-Sachen. Das heißt, du hast gleichberechtigt alle möglichen Personen, die 25, die da halt angemerkt waren, die arbeiten da ja gleichberechtigt. Vielleicht auch an unterschiedlichen Projekten, aber es ist jetzt nicht klar, woran zurzeit. Das wird halt nicht ausgeschrieben. Es ist halt bloß ein Hobby. Allerdings, aber es gibt doch einen Project-Leader. Bei denen gibt es höchstens einen Koordinator und dort nicht direkt, weil das ja wirklich nur, ne? In dem Fall, wenn du jetzt eine Weile suchst, findest du zumindest jemanden, der gerade seinen Social Network Status gesetzt hat auf, ich bin gerade noch am Proggen in dieser speziellen Programmierstube. Wenn du den Blick auch nach oben wendest, siehst du, dass da, wo das sein muss, auch noch Licht an ist. Also irgendjemand ist da noch. Ja, dann wird eine Instant Message geschrieben. Braucht ihr einen Namen? Nee, oder? Ah, jetzt komm, das können wir skippen, oder? Nein, wir müssen uns ja unten anmelden, dann wahrscheinlich, wenn wir noch bei dem rein wollen. Ja, warte, kriegst du. Nein, Romanov. Nicht der Mädchenname. Es ist... Romanov. Nein! Kirill. Kirill? Nee, das hatte ich schon. Kirill... Titov. Titov. Kirill Titov. Mhm. Ja, von meinem Fake-Comlink sende ich eine Message an Kirill... Wie war das? Titov. Titov, wie Tito. Der große serbische Lieder. Titov. Naja, ich denke eher an Tito, aber macht nichts. Solltest du auch noch eigentlich kennen, Quini, Tito, Major Tito. Ja, was? Major Tito? Warte mal. Welcher Zusammenhang nochmal? Ja, Jugoslawien. Quini ist so alt, er kennt noch Jesus persönlich. Als der zur Schule gegangen ist, da war erst so wenig erfunden, dass noch gar keine richtige Schule war. Die konnten ja nichts lernen. Da war noch kein Geschichtsunterricht, die hatten ja noch nichts. Ach so, das meinst du. Ich wollte gerade sagen, mein Nachname ist jugoslawisch, mein Vater ist jugoslawisch. Das heißt nicht, dass er mir irgendetwas beigebracht hätte. Macht ja auch nichts. Wie dem auch sei, ja, ich, wie gesagt, ich sende eine Nachricht an Kirill Titov. Hallo, wir
drei junge, ambitionierte Enthusiasten in der Programmierszene suchen noch nach einer hobbymäßigen, und ich formuliere das natürlich besser, einer hobbymäßigen Beschäftigung nach unserem normalen alltäglichen Job und sind dabei auf eure Adresse gestoßen und würden gerne mal mit euch in Kontakt treten. Send. Natürlich ohne die Ös und Äs. Und sowas nennt man Nebenbeschäftigung, nicht Hobbybeschäftigung. Wenn du das so nett vermeintest. Eine Hobbybeschäftigung und Nebenbeschäftigung ist ja ein Unterschied. Hobby heißt meistens eher, ich bekomme dafür kein Geld, aber bezahle unter Umständen welches. Und Nebenbeschäftigung heißt ja, ich bekomme vielleicht wirklich Geld. Also ich habe so... Mach gut, red. Nee, ich habe nur verstanden, dass das quasi eine Hobby-Programmierstube ist. Also werde ich ja nicht sagen, dass ich Geld dafür will. Ganz kurz muss lesen, was ich zu denen überhaupt geschrieben hatte. Hust. Okay, 5 Minuten später kommt eine Nachricht zurück. Achso, du hast signiert mit Foxy oder was? Nee, mit der Fake-ID von meinem Fake-Com-Link. Muss ich doch einen Namen nachgucken, scheiße. Das fehlt mir noch in meinem SL-Screen, shit. Was? Der Name deiner Sin. Der Name meiner Sin ist Sibylle, aber für den Wegwerf-Com-Link ist nicht... Sagen Sie, womit hast du es unterschrieben, deinem Namen? Olofka. Olofka. Hast du noch eine zweite Sin oder was? Nö, aber mein Wegwerf-Com-Link ist nicht registriert auf meinen Namen. Die können die Sin ja nicht einfach so abrufen, von daher kann er theoretisch unterschreiben, womit er will. Das stimmt. Olofka. Hallo Olofka, wir würden, oder ich würde, da ich gerade alleine bin, mich unheimlich freuen, wenn wir uns mal treffen könnten. Ich weiß nicht genau, wann ihr die Woche Zeit habt, das ist ja immer so eine Abstimmungssache. Ich wäre aber auch spontan bereit, jeden Tag nach 14 Uhr mich mit euch zu treffen. Sag einfach einen Ort, ich bin dann schon da. Oder aber auch gern früh um 10. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir uns direkt in der Nähe der Uni in Juschneue treffen, bei mir zu Hause. Er gibt dir noch eine Adresse dazu, das ist im Süden von Juschneue. Das ist schon ganz schön weit weg von dem, wo ihr jetzt hin wollt, wo ihr seid. Okay, wir können ja rein theoretisch, wir können ja rein theoretisch dem jetzt ruhig stecken, dass wir gerade in der Nähe sind, oder? Hä, wir wollen noch morgen rein. Na, wir können doch schon mal ausleuchten, die Situation, wenn wir jetzt ein lupenreines Alibi haben, dass wir da mal vorstellig werden und uns ein bisschen über Softwareprogrammierung mit dem unterhalten. Oder kennst du dich mit Softwareprogrammierung aus? Ich nicht. Sorry, aber Softwareprogrammierung ist Technomancer-Programmierung. Das heißt, die Leute verstehen kein Wort von dem, was du sagst. Die verstehen kein Wort von dem, was ich sage. Und auch den Source-Code kann keiner mehr lesen. Aber rein theoretisch kann ich ihm zeigen, was ich kann. Das und ich kann auch programmieren. Kannst du, aber du kannst dich nicht mit ihm darüber unterhalten. Na, das weiß sie aber vielleicht nicht. Für mich ist das ja alles logisch, ja. Touché. Ja, du musst doch bloß mal dem scheiß Comlink zuhören, Junge. Dann weißt du doch, was es will, damit es funktioniert. Er drückt sich natürlich doch ganz klar mit seinen Emotionen dir gegenüber aus, wie das Ganze. Mensch, Irp, verstehst du, was der meint? Irp. Ich bin mal kurz unterwegs, vor allem AFK. Naja. Aber Kinder, wir könnten das ja wirklich quasi jetzt schon vorstellig werden. Ich glaube, dann vielleicht eher fürs irgendwas anderes zuständig, weil ich keinen Schimmer vom Programmieren habe, wirklich nicht den leisesten. Du bist die Software-Testerin, du kannst ja sagen, dass du verstehst, was ich erzähle. Und wenn ich sowieso schon abstruse Geschichten dem an den Kopf drücke, die er eh nicht kapieren will, dann wäre das ja umso besser, wenn du dem auch noch einen an den Kopf drückst, dass wir absolut begnadete Hoshis sind. Na gut. Meint ihr denn, stimmt ihr mir denn dazu beides? Ja. Können wir versuchen, aber wir sollten halt möglichst gucken, dass wir da erst morgen reinkommen und nicht heute. Nee, pass auf, wenn wir quasi heute dem vorstellig werden sogar noch, dann starten wir das Ding nicht heute, dass wir da oben reingehen, sondern wir checken einfach nur die Räumlichkeiten nochmal aus und sagen, wir sind morgen wieder, weil wir ja auch tagsüber Jobs haben, denen wir nachgehen müssen und abends um die Uhrzeit haben wir immer voll Bock, sowas zu machen und wir kommen dann vorbei. Das stimmt, das können wir machen. Das wäre jetzt so die Idee gewesen, dass wir halt sagen, ja, wir kommen jetzt einfach mal vorbei. Wir sind so Nachtfalter und wir rennen total gerne rum noch abends, aber wir wollen auch unsere kreative Energie jetzt. Ja, wir fangen halt alle etwas später an zu arbeiten, das passt schon. Wo arbeiten wir eigentlich? Wir arbeiten alle. Ich bin technische Entwicklerin, ich bin eigentlich eher die Hardware-Tante. Richtig. Davon kann ich wenigstens reden und flieg nicht sofort auf. Ja, ist doch wahr. Manchmal ist das echt ein bisschen schwierig, irgendwie von Dingen zu anfangen zu erzählen, von denen man keine Ahnung hat.
Wir haben ein kleines Side-Projekt. Wir haben ein kleines Side-Projekt, was wir uns so mal erarbeitet haben. Und zwar. Aber bei wem arbeiten wir denn? Wir arbeiten bei keinem. Wir haben einen Auftrag von einem Kunden, den wir nicht sagen wollen. Es ist nichts Großes und hat nichts mit Spielen zu tun, aber wir programmieren da für eine andere Firma an der Software, über die wir nicht so gerne reden, weil das in einer gewissen Verheimhaltung ist. Aber wir haben definitiv noch Ressourcen offen und möchten auch jetzt mit anderen größeren Firmen in Kontakt kommen, unsere Leistungen zeigen, wie begabt wir sind. Ich sehe schon, du machst das schon. Bin ich überzeugend für dich genug, ja? Du, da ich überhaupt keine Ahnung davon habe, ja. Du blubberst auf jeden Fall genug. Das ja, heißt, du dann kriegst du ihn auf jeden Fall. Siehst du, das ist super. Das ist nämlich der ganze Kram, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Deswegen kannst du das hervorragend übernehmen. Ich glaube, ich bin da eher bei anderen Sachen gut. Aber das ist auch voll gut so. Und deswegen gehen wir da gleich rein. Oh Gott. Naja, mal gucken. Wird schon. Jetzt müssen wir nur warten, dass Gott mitspielt und wieder da ist. Gott. Denn er ist tot und wir haben ihn getötet. Ich finde es viel schöner, wie es bei Per Anhalter durch die Galaxis heißt, von wegen und dann stellte er ihm die Frage und Gott löste sich in einer Logikwolke auf. Ja, ein tolles Buch. Wunderbares Buch. Und ich rede nicht vom Film, bewusstermaßen. Weil der Film ist scheiße. Ich wollte gerade sagen, wer redet denn vom Film? Bis auf Marvin. Den haben sie eigentlich ganz gut hingekriegt. Ach, Marvin. Und die Türen. Ha! Da ist er wieder. Wir haben voll den Plan. Wir gehen jetzt los. Ja. Wohin? Also, nee, Billy macht jetzt. Ich schicke dem guten Herrn eine Message zurück, dass wir gerade hier in der Gegend sind von ihrem Office, wo ich auch die Adresse, also beziehungsweise seine Kontaktdaten gefunden habe. Und ob er denn gerade noch irgendwie offen für ein Gespräch wäre. Weil, also ich mache das noch mal, die Nachtfalter quasi jetzt gerne nochmal sich mit ihm unterhalten würden, ob wir denn schon die nächsten Tage quasi morgen bei ihm loslegen könnten, weil wir voll Energieschub haben und total drauf aussehen anzufangen. Und wir wollten uns gerne jetzt einfach nur mal bei ihm vorstellen, mit ein bisschen quatschen und sehen, ob er denn uns gebrauchen kann. In der Nachricht wird klar, dass ihr alle drei noch wach seid, ja? Ja, wir sind alle drei quasi gerade unterwegs und waren sowieso in der Gegend. Wir sind praktisch gerade aufgestanden. Naja, so vielleicht nicht, aber so in die Richtung. Du kriegst eine Nachricht zurück. Nee, Quatsch. Er ruft dich an mit der Nachricht angehängt, dass man ja erstmal schnell eine Gruppenkonferenz machen könne mit den zwei anderen noch. Ja. Sollen wir die über Gruppenkonferenz? Soll ich euch linken über meinen Wegwerfcom-Link? Geht ja nicht anders. Ich habe ja auch noch ein zweites. Okay. Auch über wir haben eh noch Wegwerf-Comlinks. Wir haben ja Wegwerf-Comlinks. Richtig, das sind unsere guten Wegwerf-Comlinks. Ja, das sind die Wegwerf-Comlinks halt. Aber die guten. Nee, ich hab nur eins. Nee, wir haben nochmal extra welche zugelegt, wegen dem scheiß Bullen. Richtig. Ja, das ist jetzt ein D1-Comlink, ich sag's nur. Ja, das und kurze ja, Frage. Die auch. Wollt ihr jetzt über das Valeria-Wegwerf-Comlink oder hä, was? Ja. Nee. Ja, du willst das ist gerade mein Weg. Ich habe zwei Comlinks. Das eine ist mein Privat-Comlink. Das werde ich ganz bestimmt nicht nehmen. Das zweite ist mein Geschäfts-Comlink. Das werde ich noch viel weniger nehmen. Ich bin voll das Technik-Suchti-Kind. Wolltest voll du gerade Wrack sagen? Wrack, das ja. Ich hab das immer, ja. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem mein Schatz schlummert. Oh, ja. So süß. Oh mein Gott, mir ist gerade so richtig warmes Herz und ich möchte brechen. Also in mir steigt auch Süßigkeit auf. Also pass auf. Lumi nimmt das Valeria Wegwerf-Comlink. Billy nimmt ihr anderes Standard Wegwerf-Comlink. Ja. Quilly, du hast zwei? Nee. Sein dreckiges Wegwerf-Comlink. Mein normales 100 Nuyen-Comlink. Und ich glaube, das Ding in meinem Kopf kann auch als Comlink funktionieren, zumindest laut Beschreibung. Die Regelkontrolle auch? Naja, das kann eigentlich alles. Pass auf, die Riga-Kontrolle, ne? Die kann nicht nur als Comlink fungieren, Die Riga-Kontrolle kann als Comlink fungieren und deine Riga-Konsole kann das auch, aber okay, du nimmst dein Comlink, ich verstehe. Genau. Weil ich möchte weder das eine noch das andere jetzt mit den Leuten. Möchte Horizon nicht in seinem Kopf haben. Genau. Und vor allem nicht Sibylle. Ich glaube, da kann ich nicht viel gegen tun. Ihr hättet davon, ist egal, passt auf, ich brauche mal kurz meine NSC-Zusammenfassungsmodi. Brauche ich gar nicht.
Ihr habt sein Icon, das ist das Standard Horizon Icon, also einfach nur mit dem blöden Konzernsymbol. Das natürlich dann noch ein Mund quasi, der Horizont, die Horizontlinie verschiebt sich immer so als Mund und die Strahlen fungieren als Augen. Ja, guten Abend. Hallo. Ihr seid also die drei. Ja, Wunder, ist ja wirklich toll euch. Ich hatte gar nicht alle Namen jetzt. Wie heißt ihr erstmal? Also ich bin Olofka. Hallo. Ah, du bist die Olofka, mit dir genau. Hab ich geschrieben. Okay, super. Richtig. Danke, Kredi, dass du gleich Zeit hast für uns. Das ist ganz toll. Ja, das ist voll gut. Name, ich bin Sveti. Alles klar, hi Sveti. Und wer ist da noch? Marvin. Marvin, hey Marvin, sag mal, bist du auch aus den Staaten? Nee, ich glaube, das ist meine Oma, die kommt aus den Staaten, ja, glaube ich. Ja, okay, alles klar, cool, weil ich bin halt aus den UKs, ne? Also ich bin quasi direkt aus Seattle hergekommen, aber das ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig. Ihr wollt... Echt krass! Ja, von Seattle habe ich schon so viel gehört. Wie ist es denn da? Also, nein, du wirst jetzt sagen, Fall, dass es cool ist, aber trotzdem. Ah, ich fand's gar nicht so cool. Das war irgendwie, also, ich würde sagen, es war auf jeden Fall ziemlich grün, aber unabhängig davon. Naja, die ganze HR ist da ausgelegt auf halt Smaragdstadt, Emerald City, weißt du, es ist einfach nur alles grün. Das ist super unkreativ. Klingt irgendwie snobbistisch. Versnobbt. Ja, nee, Seattle ist nur zum Teil versnobbt, das ist schon okay. Aber es ist einfach so, ich weiß nicht, ich habe in Moskau habe ich einfach bessere Chancen für mich gesehen, da irgendwie, weiß ich nicht, auch mal ein bisschen meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten einfach noch ein bisschen, weiß ich nicht, zu präsentieren und da einfach bessere Sachen zu entwickeln, weißt du? Hier war halt Horizon neu und ich bin hingekommen und habe gedacht, ey, oh, hier kann ich zeigen, dass ich halt auch was kann, weißt du? Meinst du, ist alles weniger festgefahren und du hast hier mehr Möglichkeiten, dich zu entfalten? Ja, das ist auf jeden Fall, das fasst das super zusammen, obwohl bei uns natürlich gar nicht so viel festgefahren ist, aber wow, ich wollte gar nicht darüber sprechen. Ihr habt richtig viel Lust zu programmieren, das finde ich ist super. Wir wollen loslegen, wir haben so viel kreative Energie offen, die wir einfach nur dem wir Ausdruck verleihen möchten. Wir wollten mal mit dir uns treffen und gucken, wie das aussieht bei dir, ob wir vielleicht eine Chance haben, mal einzusteigen. Wir wollen uns so ein bisschen, naja, profilieren halt im Endeffekt, mal gucken, was sich daraus entwickelt, partnerschaftstechnisch vielleicht dann auch mit Horizon in der Zukunft. Man weiß ja nie, aber ne, das war mal so die Idee und wir wollen jetzt erstmal halt mit dir uns treffen und gucken, wie wir dann ein bisschen contributen können in der ganzen Geschichte und wie wir unsere kreative Energie vielleicht in die guten Kanäle mit dir zusammen hier leiten können, mit dem Team, in dem du arbeitest. Ja, also es ist so, wir sind halt ein relativ großes Team, wir haben viele verschiedene Projekte, viele haben auch zwei Projekte, manche sogar mehr. Das Ding ist, wenn ihr direkt wirklich für Horizon contributen wollt oder für Synergistic Games, dann ist es einfach so, dass ihr euch hier vielleicht nochmal mit einem Manager dort oder mit einem Außenbeauftragten unterhalten müsstet. Wir machen das halt echt als Hobby, wir gucken, wo es hingeht und das meiste wird sowieso so Indie-Stuff sein und den veröffentlichen wir dann vermutlich auch kostenfrei, das wird sich in der Zukunft zeigen. Ja, deswegen ja, das ist doch genau die Schiene, über die wir da erstmal rangehen wollen. Ich meine, wir sind jetzt halt alle noch nicht so hyperprofessionell und keine Ahnung und man kann so erstmal irgendwie ein bisschen ausloten und wie läuft denn das eigentlich und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir bei euch am besten aufgehoben sind, weil ihr einfach mal irgendwie, naja... Ihr passt also, gut zu uns von ja, der Struktur ihr her. Seid, ihr seid ihr einfach habt das richtige Mindset. Freier. Ja, ja, genau. Ihr seid einfach frei und bei euch geht das halt, da kann man das noch machen und ich glaube, ihr habt echt irgendwie genug Flow und dann passt das bestimmt. Also das ist halt irgendwie jetzt echt im Moment nur so hobbymäßig, weißt du, so, ne? Scheiße, mein Charakter hat tatsächlich Lust, fast da so prinzipiell mitzumachen. Also ich muss es euch gleich sagen, es ist bei uns halt so, ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Programmieren. Ich bin eher so der kreative Typ, ja. Und es ist vollkommen okay, auch wenn ihr da gar keine Ahnung habt, ja mit Charisma, wenn ihr gar keine Ahnung habt, wenn ihr einfach eine Storyline habt oder einen Plot oder irgendwelche, wenn ihr gut zeichnen könnt, mit AR, ohne AR, ist vollkommen egal, irgendwelche Charaktermodelle, irgendwelche, wenn ihr auch einfach nur ein Gespräch habt, was einfach in einem Game cool käme,
könnt ihr auf jeden Fall was beitragen. Wir müssen halt bloß gucken, da wir so viele Projekte haben. Ich denke nicht, dass ich oder jemand der anderen mit euch ein eigenes Projekt anfangen könnte. Es wäre einfach so, dass ihr, also ich kann euch die Projekte aufzählen und wir können gucken, ob die Leute, wenn wir uns mal alle zusammentreffen, dass wir dann einfach, dass wir gucken, wie ihr beitragen könnt. Das nächste Ding ist halt, zurzeit, was mich hier ein bisschen stört, ist einfach so, dass wir können halt leider keine Leute wie euch, keine, ich weiß nicht, Talente oder interessierte Leute können wir hier direkt nicht ins Office lassen. Wir müssten uns halt woanders treffen. Aber ich habe eine relativ große Wohnung, das dürfte klar gehen. Ja, dann machen wir das doch glatt. Ganz kurz OT-Question, weil ich habe ja Etikette und Corporate-Spezialisierung sozusagen. Ist dann Charisma 6 plus 2 für den Dings, kriege ich auf die Corp dann nochmal einen extra oder was darf ich da? Nee, es ist einfach nur Gebräuche. Was hast du für Corporate Knowledge? Das verwirrt mich gerade. Ich habe Etikette Corp, Corporate Etikette. Du hast Gebräuche spezialisiert auf Corp? Rights. Ah. Dann, naja, die Spezialisierung gilt auf jeden Fall. Also dann, instead of 8, it's 9. Right, nee, warte mal, plus 2 kriegst du doch, oder? Ich hätte es plus 1 gesagt, normalerweise auf die Spezialisierung. Nee, die Spezialisierung kriegt, glaube ich, plus 2. Also ich habe jetzt 9 gewürfelt, sind 4 Erfolge. Sowieso alles raus. Also zusammenfassend, Quinny hat einen Erfolg, Flummi hat einen Erfolg. Nein, Flummi hat 2, die hat geätscht. 2, ja, geätscht. Du hast geätscht? Ja, die hat geätscht. Die wollte auf jeden Fall gut dastehen. Und dann hat sie 2 Erfolge, okay. Also Quinny 1, Flummi 2, Düssi 4. In your face, baby. In your face, bitch. Gut, jetzt habe ich natürlich wieder mit dem Wurf voll das Gespräch auseinandergerissen. Es tut mir ein bisschen leid. Also was er gesagt hat, war im Wesentlichen, er kann euch nichts offens lassen, aber würde sich gerne mit euch treffen und er kann euch die Games aufzählen, die er gerade macht. Ja, passt trotzdem. Können wir uns gerne treffen. Klingt cool. Also ich sag mal so die Software-Spezialistin bin ich jetzt auch nicht, aber so ein bisschen und ich spiele eigentlich lieber, als dass ich programmiere, aber das ist ja eigentlich auch relativ egal. Da gibt es nämlich noch ein paar andere Konzepte, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Aber das können wir dann alles besprechen, wenn wir uns dann mal irgendwo treffen. Vielleicht. So, voll gut. Also ich habe gerade noch eine Main-Plot, also es ist nicht direkt, also im Main-Plot habe ich gerade noch so eine Neben-Storyline geschrieben. Ich würde jetzt aber gleich Schluss machen. Ihr seid noch wach, habt ihr gesagt, dann könnten wir uns vielleicht jetzt direkt noch treffen. Ah ja, sag uns die Adresse, wir kommen vorbei. Wo seid ihr denn genau? Wo war denn jetzt gleich wieder die Adresse, wo wir gerade sind, Kinders? Ich bin wie immer orientierungslos in so Angelegenheiten. Jojo guckt gerade fix auf die Map, irgendein Café, ein paar Straßen weiter. Es ist tatsächlich so, dass in Yuzhnoye relativ wenige Cafés existieren. Zu dem Stadtteil, du hast wirklich sehr viele, sehr hohe Betonklötze mit viel, viel AR-Werbung. Die sind so depressiv zusammengestellt, dass hier die meisten Lohnsklaven gebückt laufen und Amüsement und sogar Cafés gibt es hier echt selten. Aber es gibt welche. Nur zum Wohnen. Die gibt es selten. Das heißt, das nächste ist halt 3 Kilometer weg. Na, und dann ist es halt so. Ich sag's nur. Dann nennt sie das. Weißt du, ich wollte ja ein bisschen was dicht machen. Aber nee, ist okay. Was ist denn los mit dir heute, du Zicker? Ich hab einfach richtig Bock, ein bisschen rumzuzicken. Gut. Passt. Und ich bin in dem Typen drin. Das ist schlimm. Er ist in dem Typen. Another gay for you and me in paradise. Ja, hör mal, ist da irgendwie noch ein Platz, den du kennst, wo man sich schön mal hinsetzen kann, zusammen ein bisschen Business Talk? Naja, ihr seid gerade in einem Café, das ist eigentlich eine gute Sache, da kann ich auch noch einen Kaffee trinken und dann treffen wir uns einfach dort, dann bin ich in, was weiß ich nicht, eine halbe Stunde? Ja, das passt. Okay, dann bis gleich. Tschüss. 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 Okay, Moment, wenn das Gespräch beendet ist, Kinders, entschuldige, nochmal die Namen jetzt. Also, wir haben Marvin, dessen Großmutter aus den Lukas kommen, ja. Das muss passen, nicht, dass wir irgendwie die Namen dann scheiße, ne? Ich bin Sveti. Sveti. Also eigentlich Svetlana, aber ich hasse es, Svetlana genannt zu werden. Deswegen nennen mich eigentlich nur noch alle Sveti. Ja, und ich war die Olofka. Ja. Olof. Sag mal, Leute, wir wollten doch hier eigentlich noch ein bisschen beobachten und so. Wir tun das ja, wir bleiben ja hier. Das ist ja das. Nee, wir müssen ja in das Café. Coffee. Ich dachte, ach so. Ja, natürlich. Also Flumi hat ihm jetzt eine Adresse genannt, 3 Kilometer südlich von euch in dem Café. Dann fahren wir das trotzdem hin.
Ja. Wir lassen, hier, Stefan, kannst du eine Drohne da lassen? Ah, das wäre voll gut, wenn du eine Drohne da lassen kannst. Duh. Natürlich kann ich eine Drohne da lassen. Voll gut, dann lassen wir jetzt eine Drohne hier und wie ist denn das? Also du kannst doch bestimmt irgendwie über die Matrix dann noch auf die Drohne zugreifen, oder? Auch wenn jetzt außerhalb deine, also wenn du keine direkte Verbindung mehr zwischen deinem Comlink und der Drohne hast. Das müsste doch trotzdem gehen, ne? Das Signal ist nicht super, aber für ja, Matrix-Signal reicht ja. Kabäm. Chaka, dann gehen wir jetzt mit irgendeinem Programmiertypen von Dingen reden, von denen ich keine Ahnung habe. YOLO! Das ist doch du wirst lachen, ich hab da voll Lust drauf. Wenn das ist jetzt so nicht gut für irgendwas anderes wäre, ja, dann würde ich sagen, ey, scheiße. Ey, nur weil wir das jetzt hier machen, heißt das ja nicht, dass du nicht weitermachen kannst, da wenn du da Lust drauf hast. Richtig. Warum denn nicht? Es ist bisher doch noch alles völlig unschuldig. Wir müssen ja nichts verkacken mit dem. Ich will ja eher ein sehr cooles Verhältnis aufbauen. Das wäre richtig geil. Ja, komm, Kinas, ab zum... Ja, wir müssen uns voll beeilen. Jojo Mobil. Jojo, keine Hektik. Das Jojo-Mobil steht bei den Fleischern im Turf, meine Freunde. Wir müssen uns jetzt zu Fuß gehen und zwar ein bisschen zackig. Bei dir dabei, ja. Fleischern im Turf, echt? Ja, weil wir haben das Auto stehen lassen. Wir haben das Auto stehen lassen, haben uns getrennt und sind dann einzeln losgelaufen. Das hat man ja gesagt, OT, Entschuldigung. Ja, bei den Fleischern? Ich wusste nicht, dass es bei den Fleischern steht, alles klar. Ja, nee, es stimmt, das ist ein bisschen danach oder so irgendwie so. Nee, bei den Fleischern war es, genau. Ich einfach in der Nähe dort stehen lassen, aber okay, müsste. Nee, es war bei den Fleischern und irgendwo bei so einem Parkplatz, wo nichts, wo alles klar geht. Glaube ich. Auf jeden Fall, das hatten wir ein bisschen übersprungen. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Ja. Den Pattern habe ich, glaube ich, jetzt nicht mitgehört. Treffen wir uns alle jetzt? Ja, in alle Café? Jetzt. Wir müssen jetzt los. Und ja, in einer halben Stunde treffen wir uns. Wir sind ja schon unterwegs. Holen wir eben das Auto ab, würde ich sagen. Auf geht's. Bist du verrückt? Das Auto fährt alleine, wenn ich das will. Ja, noch besser. Nicht lang schnacken, Kopf nacken. Ja, wir laufen doch schon. Ja. Jojo flitzt los. Auch schon lange unterwegs. Jetzt sag mal, was ist denn das für ein Auto? 3 Kilometer in einer halben Stunde, das geht. Ja, mit kurzen Beinen. Oh, da war du was. Du läufst durchschnittlich 6 Kilometer pro Stunde, also müssten wir genau dort ankommen. Wir können uns aber auch ein Drohnentaxi eben nehmen, ne? Wir sind ja auch doof. Männchen, wir sind doof heute. Taxi, oder wir lassen das Auto zuerst zu uns schneller kommen und dann fahren dann da. Na, ich will nicht, dass der mein Nummernschild sieht. Taxi. Aha, die Bille steht schon da mit AR. Ja, das ist mir gerade aufgefallen. Jojo, was ist denn das jetzt für ein Auto? Was? Wie oldschool. Mein Auto. Ja. Mein Auto, sag ich dir gleich. Wie das heißt, ich kann mir das doch nicht merken, das ist ein komischer Name. Ich habe ein schönes Auto. Ich muss mir meine Klamotten auch noch merken. Schön ist mein Auto auch. Aber stimmt, nicht pink. Das ist wahr. Und es ist kein Audi. Nee, es ist keiner. Es ist ein Embraer Gasling 4A. Es ist so ein Golfverschnitt. Nur von Aztec. Also sagen wir es mal so. Es ist ein bisschen energieuneffizienter als deine Karre, aber es ist eine Karre im Gegensatz zu deiner Karre. Mein Teil fährt auch und hat eine Regelkontrolle drin, also. Sagen wir es mal so, ich werde von den Falcons nicht regelmäßig dafür ausgelacht. Was ein Argument ist. Nicht so sehr wie mit dem Jackrabbit. Das wiederum ist richtig. Scheiße, ich versuche die Werte dafür zu finden, damit ich eine grobe Ahnung habe, was das Auto kann. Ist Wurst, so. Ja, okay. Das Auto muss dich jetzt nicht interessieren. Sagen wir es mal so, es ist ein Golfverschnitt, da weißt du ungefähr, was es kann. Zu viel Motor für zu wenig Auto. Ja, wir machen uns per Taxi auf den Weg. Damit wir eine Viertelstunde, bevor wir eigentlich uns treffen, da sind. Ja. Kann mal jemand das Café beschreiben? Ich bin gerade zu faul. Ja, das ist einfach ein ganz normales Café irgendwie. Du kommst halt rein. Es ist, der Versuch, ein wenig Lichtblick in diese schnöde Wohngegend irgendwie zu bringen. So ganz ist ihnen das nicht gelungen. Es ist mehr gewollt als gekonnt. In freundlichen Farben gestrichen, in wunderbaren Pastelltönen. AR-Farben meinst du, ja? AR-Farben. Ich glaube, auch richtige Wandfarben sind nicht so das Problem, die noch an die Wände zu klatschen. Aber mit AR ist halt irgendwie so ein bisschen schöne, so halbjugendliche Chill-Out-Musik, jetzt zumindest zum Abend, also es ist ja schon spät irgendwie. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie viel da jetzt gerade los ist. Nicht viel.
Nicht viel vermutlich. Da steht irgendwie noch eine sehr junge Person hinterm Tresen, die vermutlich jetzt über Nacht ihren Zweitjob antritt oder neben dem Studium arbeitet oder was auch immer da tut. Auf jeden Fall ist sie vermutlich relativ jung, weil es besser zum Laden selber passt. Du gehst hier halt dann entweder an die Theke oder die Drohne bringt dir irgendwas. Der Barmensch bewegt sich da normalerweise nicht weg. Vermutlich kriegst halt irgendwie abends auch noch richtige Getränke und irgendwie so Snacks, Krams, irgendwie auch den ganzen Tag über nichts Richtiges zu essen, wovon du wirklich satt würdest, aber halt so was, Brötchen, Brot, kleine Kleinigkeiten halt, ne? Wie das halt in Cafés so ist. Servelat. Ja, wie auch immer. Ein Brötchen unter einer Käseglocke. Haha. Auf jeden Fall, ja, das ist, da ist halt eine AR-Auslage, so im Stil auf Auslage gemacht, sind natürlich nur noch AR-Brötchen oder AR-Zeugs zu sehen, was du da siehst, also was da ist auf einer Karte und bla und ja. So viel zum Thema. Kaffee. Kleine Tische. Runde Tische. Das Kaffee. Zwei. Und Saft. Was für ein Ding? Ein Saft. Ein Saft. Was für ein Ding? Ich verstehe euch gerade echt nicht. Pflaume oder Banane? Wenn hier eine Ananas macht, dann bin ich da. Da wollte ich noch hin. Ja, ich weiß. Pflaume. Ich habe auch noch Apfelsaft. Okay. Ananas. Ihr bekommt eure Getränke. Ihr macht die Ananas. Jawohl. Es sind ein paar Lohnsklaven, die kurz davor sind, ihre Nachtschicht anzutreten oder die jetzt erst spät gekommen sind und nochmal hier was trinken wollen, sich da ein bisschen unterhalten. Fucking Loser. Es ist einfach so, die Leute haben nicht das beste Leben, ne? Also ihr auch nicht, wow, außer Billy. Aber ich meine, man sieht schon deutlich, dass ein paar sich nicht BTLs, das kann man zumindest nicht erkennen, aber ein paar Sims eingeschoben haben, die einfach ein bisschen die Stimmung in die richtige Richtung bewegen. Die sind also eigentlich ganz entspannt, die sind gut drauf, das ist deswegen ganz okay dort. Der Laden ist außerdem sehr praktisch. Also habt ihr wohl einfach Glück gehabt, weil die Kameras dort nicht existent sind, so gar nicht, weder außen noch innen. Kann man immer mal gebrauchen. Und das Abbuchungssystem gerade irgendwie einen Fehler hat im Softwarebereich, deswegen müsst ihr sowieso mit Credstick zahlen. Oh, das ist so ärgerlich. Ihr habt einen Platz bekommen, der weit genug weg ist, um nicht so belauscht zu werden, aber der nah genug dran ist, um nicht auffällig zu wirken. Ich meine, ihr habt jetzt nicht wirklich was Doofes vor, aber es ist halt einfach ein Glücksfall, so einen Platz kriegt man nicht immer. Jojos Haare sind trotzdem wieder ein bisschen bunter geworden, weil sie irgendwie viel zu gute Laune hat und aufgeregt hin und her gesprungen ist und vor euch hergelaufen ist und um euch rumgelaufen ist. Und ich wollte gerade sagen, ihre Haarfarbe ist von ihrem Blutdruck abhängig. Nee, eigentlich nicht. Mood her. Irgendwie unbewusst hat man manchmal den Eindruck, das wäre so. Und die hibbelt da rum, setzt sich irgendwie, zwirbelt mit der Hand an ihrem Jojo rum, obwohl sie irgendwie feststellt, dass das eigentlich nicht die beste Idee ist, aber sie kann es trotzdem nicht lassen. Luft holen und trinkt eine große Tasse Kaffee und isst irgendwas, nachdem der Burger schon so ein Reinfall war. Mal wieder. Ey, die Pommes waren super. Das stimmt. Gesundheit. Ich glaube, das wurde laut, oder? Das hat mir nur geringfügig die Ohren abgefetzt. Es tut mir leid. Es war einfach so, ich wollte gerade was sagen. In dem Moment muss ich niesen. Zum Outro. Ist okay. Soll ich das drin lassen? Das lässt du drin, ja, das war mir so klar. Aber das ist wunderschön, weißt du, da kommt diese Musik. Neue Special Effects bei den White Russians. Boah, Soundboard habe ich gehört. Oh, nee, du hast ja Gott sei Dank nicht auf der Aufnahme. Verdammt, ja.
Ah, nee, was ich eigentlich auch sagen wollte. Kollege, jetzt haben wir ein gesamtes Outro mit der Stimme geredet. Und dann sagst du mir gerade, dass Gunfis am Anfang überhaupt nicht die Stimme hatte, Kollege. Das ihr doch nicht. Ja, das tut mir ja leid, aber Gunfist hatte halt einfach nicht die Stimme in dem Moment, als du ihn gesprochen hast. Ich kann mich auch noch sehr dunkel dran erinnern, wie ich die irgendwann einfach mal geändert habe, ja. Und mir dachte, tja, das kriegen die doch nie mit, die sind viel zu besoffen. Tja. Da hast du nicht mit meinem Analytic Mind gerechnet. Hast du das teuer gekauft, ne? Ja, das vergisst du immer. Analytic Mind, also ich nenne das Gehör, aber nenn es gerne Analytic Mind. Ja, ich vergesse das immer und du erinnerst mich nie dran. Ja, ich vergesse es ja auch. Ich sage nicht, dass ich nicht vergesse. Achso, aber du vergisst das immer. Nicht gestern, wir vergessen das immer. Gestern in der Aufnahme auch wieder. Dasselbe Problem. Wir sind an der Stelle und ich würfel und dann sage ich auf einmal, Mensch, ich habe ja Analytic Mind. Dann sage ich meistens so, oh, stimmt, das hätte hier tatsächlich mal gepasst. Tja. Nee, aber ich glaube, du hast mich her. Ich habe schon wieder den Dialektruf da aus dem Mannermarische, gell? Tut mir leid. ist so schön. Du hast mich vor kurzem auch verleinert. Nee, der Häselhof geht anders da. Er geht anders da. Ei, der Mannermarische und der Häselhof ist, das sind zwei total unterschiedliche Schuhe. Ich würde sagen, sag doch mal was Outro-Relevantes, erst im Häselhof und dann im Mannermarische. Wir machen doch Bildungsanspruch. Ja, aber so, alle fangen wir mal mit dem Mannermarische an, gell? Alle, die Mädels waren unterwegs mit dem Stefan, ne? Der Stefan, der alte Typ da, der grüne Ork, gell? Der hat da mit seiner Drohne rumgefuchtelt, als die Mädels gerade beim Essen waren. Die haben sich vorher noch drüber unterhalten, was da los ist mit der Joi, ihrem Scheiß am Kopf, ne? Alle, mit ihrem Dates da, das Scheißding, was sie immer ausgenockt hat. Aber das ist ja auch eine Geschichte wieder, ne? Auf jeden Fall hat dann der Stefan gesagt, pass mal auf, Kinders, du geht was los mit dem Gunfish gerade. Der unterhält sich da gerade mit einem am Kommling, der steht in der Tiefgarage, das ist etwas. Und dann ist da aber gleich mal das ganze Gespräch mit aufgenommen worden, ne? Ich glaube, das war es dann auch bis hierhin. Und jetzt ja. In Häselhof? Warte mal, jetzt muss ich gerade mal, kurz umdenken müssen, ne? Warte mal, das ist gar nicht so einfach. Hajo! Und wann sie da so lang gedoddelt sind, ne? Die Mädels haben dann gesagt, da müssen wir jetzt mal was machen, da müssen wir irgendwie reinkommen. Und dann haben die sich gedenkt, dass mal gut wäre, wann sie die Alisa anrufen täten. Also die Jojo hat sich das gedenkt, ne? Ich glaube, jetzt fange ich auch wieder an mit halber Mannermarisch. Es tut mir leid, ich kann nicht gut hässeln. Aber macht ja nichts. Ich sage jetzt gerade nochmal geschwind, dass da die Anna halt, wie gesagt, dann die Alisa angerufen hat und gefragt hat, was das mit der Programmierstube da auf sich hat. Und dann kam raus, dass die Alisa jo schwanger ist. Ich glaube, das war diesmal, ne? Und, warte mal, was war noch? Ah, jo, dann haben sie da den Typ, die Billy hat sich dann da den Typ angerufen von der Programmierstube und hat gesagt, dass sie gerne was zusammen machen täten. Und dann sind die tatsächlich sich mit dem Kirin treffen gegangen, ne? Und das war's eigentlich auch schon. Das war hessisch. Schlimm war das. Ich beneide dich ja, dass du so schön Dialekte kannst, das muss ich ja mal sagen. Ja, aber ich kann keinen richtig. Ja, richtig. Dialekte sterben ja zu Recht aus von Eier. Um den Herrn Malmsheimer zu zitieren, die Dialektpresse. Ja, boah. Das ist richtig. Boah, Katzelschwaff. ja, Eichhörnchenschwanz. Ist auch ein Wort, was man sehr häufig benutzt. Ja, im Niederbayerischen glaube ich schon. Ja, na klar. Hier, Mutti, was gibt heute? Eichhörnchenschwanz. Cool. Ja. Richtig. Schmeckt und kitzelt lecker am Gaumen. Auch wir Zuhörer haben aus Bayern. Haben wir? Weiß ich nicht, ob wir haben, ist die Frage. So. Also dann haben wir jetzt vermutlich gleich keine mehr, aber das ist ja nicht so schlimm. Wieso? Wir haben jetzt gar nichts Schlimmes über Niederbayern oder über Bayern an sich gesagt. Ja, yeah, aber ich dachte, jetzt geht's los. Nicht? Heute? Lassen wir? Okay. Ich wollte jetzt keine anderen Länder mehr. Also weiß ja, Niederbayern und so, das sind doch andere Länder. Stimmt. Nö, dann weiß ich. Wir können das Outro beenden, bei so Ufmano. Das war Sachsen-Anhaltinisch. Nein, wir können das beenden mit Bildung. Und zwar, wusstest du? Scheiße. Nicht schon wieder. Nochmal, Den krieg ich noch hin. Das ist diesmal nicht dasselbe Scheiß wie immer. Ich krieg's hin, ohne zu lachen. Wusstest du schon, Dyslexie, dass wenn man sagt, ich spreche Hochdeutsch, das eine falsche Aussage ist in den meisten Fällen? Nee. Oh Mann, da kann ich dir ja was Neues erzählen. Hochdeutsch bezeichnet zum Beispiel Bayerisch oder Baden-Württembergisch, alles das, was da so unten liegt. Denn es ist nun mal hoch, im Hochgebirge. Während Niederdeutsch, das ist, was man im Norden Deutschlands spricht. Platt. Das, was...
Genau, zum Beispiel. Das, was die meisten Menschen meinen mit Hochdeutsch, heißt eigentlich Standarddeutsch und meint nicht dialektgefärbt. So, das war also sinnloseste Info ever, aber wenn du jetzt mal klugscheißen willst, kannst du das machen. Könntest du denn jetzt bitte unser typisches Outro-Gelabers auf deinem Dialekt sprechen? Auch wenn es keine Waffe ist. Ich kann das mal probieren. Bitte, jetzt, du. So, was ist denn unsere typische... Nee, pass auf. Ich muss mich konzentrieren, ich kann das nicht. Ich hab wie gesagt nicht gegessen. Warte mal, deswegen... ich dachte, du hast deinen Dick-Dack gerade schon gegessen eben, ja. Ja, das war doch hier vor 5 Stunden. So, nee. Ach, jetzt bin ich jetzt plötzlich. Ja, jetzt geht's hier. Ja. Jetzt sag das einmal Rüger. Rüger, super, Warhawk. Ah, nee, Rutscher, Dankeschön. Super, Warhawk. Also Rutscher. Ja, oh, hallo, also... Jo, und die Remington-Rumsweeper. Ja, genau, die Remington-Rumsweeper, die haben die Kremlkauz übrigens erfunden, so wie auch unsere Intro- und Outro-Musik. Das sind richtig geile Kollegen. Und jetzt habe ich schon wieder versaut, aber es ist nicht so schlimm jetzt. Die findet man auf Soundcloud, ne? Und die kann man sich mal anhören, sehr schöne Musik, sehr schön. Und ja, die haben so Intro mit Creative Commons License hier gemacht und das haben wir benutzt. Und wir sind ja auch Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 sind wir ja. Das heißt, kannst du alles benutzen, den Teil auch gerne, falls du das willst, da habe ich kein Problem mit, weiß ja nicht, wer ich bin. Und ja, dann kannst du das weiterverwenden, wenn du das unbedingt brauchst. Ach, und dann gibt's auch Tipps. Dubs, das sind ja die Rechte an Shadowrun haben in Amerika und ja in Deutschland. Oder ich glaube auch, ich nehme mal auch an in Österreich und so, da hat das Pegasus. Das sind auch sehr schöne Leute, also ich weiß nicht, wie hübsch die sind, aber die sind sehr schön innerlich, ne? Das sind da die inneren Werte, die zählen. Die machen die Bücher nämlich immer gleich mit hier Errata und so einem Scheiß. Da hast du gleich den richtigen Mist und nicht den Mist, den die Amis falsch verpacken. So, reicht dir das? Ich glaube, wir haben es ja. Ich fand's sehr schön, ich fand's super. Ja, ich habe bloß wieder jetzt alle sächsischen Dialekte irgendwie in einen Haufen geworfen. Das ist sehr schade, aber da kann ich auch nichts dafür. Ich finde es aber, das ist Überbrückung der Völkergrenzen. Yeah. Konflikt Ost-West löst sich auf durch uns. Also uff, in Sachsen ist die einzige Überbrückung der Völkergrenzen, wenn mal wieder irgend so ein zurückgebliebener Dorfstamm irgendwelche Wölfe und Schafe schwängert und dabei dann die neuen Sachsen herauskommen. Die neuen die Neo-Sachsen quasi. Ja, die Neosachsen, da weißt du auch genau, was das für welche sind. Neos, also, so die Richtung wolltest du gehen. Ja, ich nicht, aber ich weiß doch, wie es läuft. Grundsätzlich ja nicht. Sehr schön. Ich bin ja nicht so inner wie du, ich bin doch so eine dreckige Zecke. Ja, was bin ich denn dann bitte? Ja, so ein gesitteter, konservativer, leicht rassistischer, nicht? Na, Stammtisch-Rassist halt. Ach, Stammtisch, das ist auch schön. Na, das muss sein. Ein bisschen über die Piep und die Piep abhetzen und dann... Meinst du etwa Ökos? Sprich hier nicht mit über Ökos. Das versteht doch jetzt keiner mehr. Merkt jetzt. Euch das mal mit den Ökos. Jetzt verstehen sie es wieder. Ja, hoffentlich. Denkt dran, ist... Ökos. Ja, vor allem, wie sollen wir uns was verstehen, wenn wir letztes Mal schon sagen, hier wurde Alisa schwanger und dann war es falsch und es ist erst dieses Mal richtig. Eigentlich überhaupt. Mal, also, ja. Junge, da komme ich zurecht. Die wurde ja schon letztes Mal schwanger, aber eigentlich... kommt es jetzt erst, dass wir es rausbekommen oder so, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist schon lange her, Kinders, und ich habe es schon wieder seit Wochen geschnitten oder so. Deswegen, ihr wisst ja, ne? Genau. Genau. Und deswegen machen wir jetzt Schluss hier, oder? Ich würde sagen, es war mal wieder mehr als ausreichend. Ah, ausreichend, das ist eher mangelhaft. Jetzt habe ich das Soundboard nicht offen, um die Hupe einzuspielen. Hättest du mir nicht eher sagen können, dass sowas heute noch kommt? Wie wäre es mit dem Song gewesen eigentlich? Viel besser. Gut. Sehr geil. Gut. Das können wir jetzt auch für uns auch machen. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssen.